Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext hier live auf dem Kulturstudio Livestream unter livestream.com/kulturstudio oder auch unter livestream.kulturstudio.info. Heute die Ausgabe Klartext Nummer 84 am 5. Dezember 2013. Wie ihr sicherlich im Hintergrund hört, wir haben heute eine stürmische Sendung sozusagen. Der Orkan ist natürlich auch bei uns angekommen in Norddeutschland und wir hoffen, dass wir mit Stromausfällen oder anderen technischen Problemen wir heute keine Einschränkungen haben. Hoffen wir mal das Beste. Also sollten wir aus irgendeinem Grund nicht mehr auf Sendung sein, wird es dann sicherlich an so etwas wie ja, höhere Gewalt aufgrund des Orkans liegen. Aber wir hoffen das Beste. Ja, ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich, die uns wieder zugeschaltet sind und natürlich auch alle Zuhörer und Zuschauer, die unseren Stream mit übertragen auf anderen Plattformen, die uns dort zuhören oder zuschauen können. Ja, aus dem Kulturstudio-Team ist heute wieder mit dabei die Mia. Guten Abend, Mia. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und dann in der Konferenzleitung ist wieder dabei der Boris. Guten Abend, Boris. Guten Abend, Michael. Guten Abend, Zuschauer. Dann ist dabei der Gino. Guten Abend, Gino. Hallo. Ja, und ich glaube, das war's heute auch schon vom Team. Dann kommen wir natürlich zu unseren Gästen und zu unserem Thema. Wir haben uns heute dem Thema Strophantin gewidmet. Eine Sendung, die wir schon lange auf dem Plan hatten. Und heute hat es endlich mal geklappt, dass wir zwei super kompetente Gäste ins Studio eingeladen konnten, ins Kulturstudio. Und zu einem begrüße ich dort Herrn Dr. Wieland Debusmann aus Coburg und sage zu Ihnen herzlich willkommen hier im Kulturstudio, Herr Debusmann. Coburg liegt in Oberfranken und da sagt man Grüß Gott. Grüß Gott, genau, okay, vielen Dank. Ja, Herr Debusmann, Sie sind Zahnarzt im Ruhestand, geboren 1942 und betreiben die Internetseite strophantus.de und haben sogar als Co-Autor bei einem Strophantin-Buch mitgewirkt. Das Buch heißt Strophantin, ein Segen der Menschheit, zusammen mit Hans Kegelmann und Leo Köhoff, den wir ja schon auch aus unserer MMS-Sendung kennen, zusammen sozusagen aufgelegt. Ja, und unser zweiter Gast, der ist heute live bei mir im Studio. Und zwar begrüße ich recht herzlich Herrn Dr. Joachim Bernin bei mir direkt live im Kulturstudio. Hallo Joachim. Ja, guten Abend alle zusammen und der Sturm, der bringt's her. Man muss hier sagen Moin Moin, ja, es ist Norddeutschland und das Moin Moin kommt aus dem Westen unserer Küsten, ja. Also Moin Moin alle zusammen. Ja, hallo Joachim. Du bist 1947 geboren und bist immer noch Allgemeinmediziner und mit einer Praxis hier bei uns an der Küste in Dendorf aktiv und hast auch ja, interessante Sachen zum Thema Strophantin zu erzählen, da du auch natürlich jemand bist, der es mit anwendet noch. Und ja, wir werden einiges sicherlich im Verlauf dieser Sendung dazu hören. Ja, dann lassen wir uns einfach mal gleich auf dieses Thema ein. Und meine erste Frage geht eigentlich an unsere zwei Gäste zusammen, aber ich würde Herrn Debusmann einfach den Vorzug mal lassen. Herr Debusmann, wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema Strophantin aufmerksam geworden? Ja, durch das Schicksal. Ja, ich war ein sehr ehrgeiziger Mensch und wollte unbedingt in meinem Bereich der Beste sein. Das will man ja, wollen viele. Vielleicht, weil ich auch meiner Frau imponieren wollte, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich keine der üblichen Risikofaktoren und plötzlich mit 42 Jahren schlägt das Schicksal zu, ich kriege einen Herzinfarkt. Peng. Ja. Ich war also voller, sagen wir mal, Stress, ja, und da werde ich sicher noch drauf kommen. Strophantin ist eigentlich gar nicht in erster Linie ein Herzmittel, sondern ein Stresslöscher. Okay. Ja, ich kam wie üblich ins Krankenhaus. Das kennt man ja so von seiner Umgebung her, Koronarangiographie, alle Medikamente, die man aufgedrückt bekommt. Dann die Rehabilitation, die Reha. In der Reha habe ich in der dortigen Bibliothek ein Buch gefunden. Das hat mich angelacht mit einer roten Schrift. Skandal Herzinfarkt von Peter Schmitzberger. Übrigens ein Dr. Peter Schmitzberger, kein einfacher Journalist. Und das Buch habe ich verschlungen und ich kann auch nur jedem raten, es sich runterzuladen.
Es ist, wenn man einfach in Google Skandal Herzinfarkt eingibt, kriegt man diese 300 Seiten. Und es ist für Laien, für Fachleute ein echter Gewinn. Ich habe also das gelöffelt, habe vertieft und bin dann über einige weitere Schritte der Recherche dazu der Überzeugung gekommen, das kann kein Mist sein. Und dann habe ich es eben selbst an mir ausprobiert und habe gemerkt, mir geht's ja viel besser. Mir geht's ja viel, viel besser. Ja? Ich hatte zwar auch mit den üblichen Herzmedikamenten, Beta-Blocker, ACE, Hämmer und. Ja, es sind immer 5 Medikamente, die man bekommt. Ja. Zwischen 4 und 10, soll man sagen. Es ging mir besser, ich hatte kein Drücken auf dem Herzen. Und vor allem diese bessere Laune war für mich das Erstaunliche, ja, die Zuversicht, ja, die meisten Menschen nach dem Herzinfarkt haben Depressionen, ja, da stürzt eine Welt zusammen, ja, und bei mir war das Gegenteil. Ich hatte durch Stofantin eine richtige Fröhlichkeit. Allerdings nach sechs Stunden hört die Wirkung auf und dann kam ich auch in meine übliche Traurigkeit, ach, jetzt ist das Lebensende, ja, und, ja, was kann denn jetzt noch kommen, ja, nur noch der Tod. Dann nehme ich mein Stofantin und das ist heute noch genauso wie damals, ja. Für mich ist das Wichtigste am Stofantin, dass ich mich zuversichtlich fühle. Okay, also Sie haben praktisch einen persönlichen Schicksalsschlag und sind dann erst als Mediziner auf diesen Wirkstoff aufmerksam geworden. Herrn Joachim Benin, Herrn Dr. Benin, ist es eine ganz andere Geschichte, deswegen finde ich halt auch es sehr interessant. Joachim, wie war das bei dir? Wann bist du eigentlich das erste Mal mit Stofantin in Berührung gekommen? Ja, also während meiner Ausbildung zum Mediziner bin ich mit Stofantin in Berührung gekommen. Es war im Grunde genommen das zentrale Heilmittel bei Herzkrankheit. Und so bin ich eigentlich schon vor meinem Studium dazu gekommen, weil wir als im Praktikum, als Pflegekräfte beispielsweise auch die Medikamente in Spritzenform aufzuziehen hatten, die von den Ärzten dann vergeben worden sind. Ja, und es ist für mich ich bin hineingewachsen in die Gewohnheit eines Stofantin-Anwenders, noch bevor ich überhaupt Mediziner, das heißt lizenzierter Arzt wurde, ja, war ich bereits mit dem Stofantin vertraut. Im Übrigen auch noch mit einigen anderen Säulen an Medikamenten. So will ich jetzt mal erstmal voraussagen. Vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu, das auszuführen. Aber Stofantin ist für mich eigentlich eine Angelegenheit bereits der frühen Nutzung und Anwendung in meiner medizinischen Laufbahn als Behandler und letztendlich auch als Arzt. Okay, das heißt, du hast natürlich in der DDR angefangen zu studieren, Medizin. Das heißt, in der DDR war es zu deiner Zeit, wann war das ungefähr, der Zeitraum? Nun, mein Studium begann 1968 streng genommen, aber mein Werdegang in der Medizin bereits 1965, ja, durch ein Praktikum in einer Klinik hier an der Universität in Rostock. Ja. Wir wollen das Ganze auch gar nicht mal so sehr an die DDR knüpfen. Sie steht ja eigentlich nur repräsentant für die damalige Zeit, auch in meinem Werdegang. Aber im Grunde genommen ist die Zeit entscheidend, in der diese Ereignisse und meine Erlebnisse auch stehen. Es ist also die Zeit nach 1945 und im Grunde genommen war Stofantin ja bereits, es reichte ja rüber aus der Zeit unserer eigentlich jüngeren Geschichte. Okay, nee, es war einfach nur nochmal der Hinweis darauf, dass es natürlich auch zwei unterschiedliche Systeme zu der Zeit auf Teilgebieten Deutschlands am Werke waren, dass dort eventuell auch schon anders damit umgegangen wurde. Deswegen nochmal die Frage gleich zurück an Herrn Debusmann. Haben Sie im Nachhinein, nachdem Sie sich mit Stofantin ein bisschen näher beschäftigt haben, auch erfahren können, ob dieses Mittel Stofantin in den 60er, 70er Jahren auch noch ein gängiges Medikament im Einsatz war in der BRD oder war das dort auch schon ein bisschen verdrängt worden? Nein, das war erst verdrängt worden 1971 durch dieses Buch Skandal Herzinfarkt, von dem ich eben sprach.
Das spiegelt eine Konferenz, die quasi die Reaktion auf eine Reportage von diesem Herrn Schmitzberger in einer bekannten Zeitschrift damals lief. Übrigens, diese Reportage habe ich original auch auf meiner Homepage. Wie überhaupt alles, fast alles, was es über Stoffantin zu sagen gibt aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und auch ein Stückchen aus der Zukunft, steht auf meiner Homepage www.stoffantus.de. Genau, wir haben Ihre Homepage auch eingeblendet bei uns im Stream, auch nochmal für die Radiozuschauer. Stoffantus.de wird geschrieben mit PH in der Mitte und dann ja als F-Ersatz sozusagen Stoffantus als ein Wort.de. Ja, Herr Debusmann, lassen Sie uns doch gleich mal auch. Sie haben nämlich eine wichtige Frage gestellt, wie ist es denn um diese Zeit? Genau. Gewesen. Also es war in der BRD das Mittel der Wahl, auch in der DDR. Und ich habe hier ein Buch von Herrn Heilmeier, dem Ordinarius in Freiburg, ein Lehrbuch der inneren Medizin. Wahrscheinlich hat der Herr Benin auch in diesem Lehrbuch gelernt. Und unter dem Kapitel Therapie des Herzversagens steht, bei Zuständen schwersten Herzversagens, erst recht bei leichten, wurde sofortige Hilfe verordnet man am besten Stoffantin, und zwar damals noch intravenös. Eine eigentliche Kontraindikation gegen Stoffantin gibt es nicht, steht in diesem 1400 Seiten dicken Lehrbuch, was ich gerade neben mir liegen habe. Ich kann nebenbei pflichten, ja, der Heilmeier ist mir sehr gut bekannt, ja, obwohl wir auch andere Werke hatten in der Standardausbildung Innere Medizin, aber was Sie da mitteilen, das kenne ich auch so, ja, das Stoffantin als das Mittel der Wahl und eine Kontraindikation in dem Sinne gab es nicht auf dem Gebiet. Ne? Dann gab es nach dem Krieg einen Dr. Berthold Kern, der ein Buch geschrieben hat über den Myokardinfarkt. Der hat sich Gedanken gemacht, ob das denn sein kann, dass die Herzinfarkte durch Stenosen, dass durch Engstellen in den zufließenden Koronararterien sein kann oder muss. Ob das wirklich alles passt, ob da nicht es auch Widersprüche gibt. Mhm. Und Herr Debusmann, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich würde vielleicht zum Anfang nochmal etwas klären, was ist eigentlich genau Stoffantin, bevor wir dann auch nochmal zu der Thematik Herzinfarkt kommen. Also wie entsteht eigentlich ein Herzinfarkt, was ist dort die schulmedizinische Meinung etc. Würde ich vielleicht ganz gerne erstmal überhaupt klären, was genau ist denn Stoffantin und ja, vielleicht auch zur Geschichte dieses Stoffantins, vielleicht könnten Sie da ein bisschen was uns erzählen. Ich, ja, gut, gerne. Also Stoffantin ist ein Zufallsprodukt. Da hat der englische Entdecker und Geologe und nicht Geologe, Geograf Livingstone, der hat den Sambesi abgeklappert und hat natürlich nicht wie viele andere eben dann jedes Pflänzchen mitgenommen. Und bei ihm im Team war ein Dr. Kirk, ein Zoologe, und der hatte Stoffantinsamen gesammelt unter vielen anderen Sachen und in seinem Toilettenbeutel, wo tut man das hin, wenn man so ein begeisterter Mensch ist, überall hin, in die Hosentaschen, in den Toilettenbeutel und in welche Tüten auch immer, und hat dann aus diesem Toilettenbeutel seine Zähne geputzt und da war auf der Zahnbürste war eben von diesem Samen, und das ist also eine Geschichte, die stimmt, die ist auch beim Livingstone veröffentlicht in seinen Memoiren, der geniale Zufallsbefund war jetzt der, dass dieser Dr. Kirk plötzlich keine Herzbeschwerden mehr hatte. Er hatte nämlich Malaria bekommen und das ging mit Herzbeschwerden einher und es war nach einigen Minuten seine Herzbeschwerden weg und da sagte er, hoppla, was ist denn das?
Und dann hat er sich also schon gedacht, das hängt da mit diesen komischen Verunreinigungen zusammen, hat die dann mit nach England genommen zu einem Pharmakologen und Arzt, einer Kapazität damals, einer Superkapazität, einem Professor Fraser in Edinburgh. Der hat das dann untersucht, extrahiert, also rausgequetscht, was da drin ist, und hat 10 Jahre damit experimentiert. Und dann erst ist er an die Königliche Akademie gegangen, dieser Fraser. Ja, das ist also auf meiner Homepage alles sehr schön aufgelistet, auch an, wo man Wikipedia aufmachen kann und sehen, wer ist dieser Fraser und was hat der gemacht, und das ist eine Literatur, kann man da wieder nach, genau nachlesen. Und der hat also nach 10 Jahren der Königlichen Akademie berichtet, das ist es. Ich habe es probiert, das ist es. Bei Herzversagen. Ja, besser als das schon seit 100 Jahren bekannte Digitalis. Okay. Ja, und der Fraser hat dann das weitergegeben nach Frankreich, oder ein Franzose, ein Arnaud, hat es dann chemisch dargestellt, und in Frankreich ging es dann weiter, und das war also ungefähr um 1870. Dann ist es als Tropfen, als der Fraser das dann so propagiert hat, ist das ganz schnell in England und in Frankreich in Tropfenform, sozusagen als ausgepresste Samen, ja, und das nannte man Tinktur, ist das dann verbreitet gewesen, und zwar 30 Jahre lang schon als die Nummer 1. Und dann hat aber 1904 ein deutscher kleiner Arzt, ein Dorfarzt, hat probiert, diese Flüssigkeit zu spritzen. Ja, ein Dr. Frenkel aus dem Schwarzwald. Und dieser Dr. Frenkel aus dem Schwarzwald merkt, oh, gespritzt ist es ja noch viel besser wirksam. Allerdings hatte er lange probiert an Tieren, welche Konzentration er nehmen muss. Denn gespritzt hat es tatsächlich, ist es gefährlich, wenn man es überdosiert. Ja? Und man muss es ungefähr 20-fach so stark dosieren, wenn man es über den Mund oder über die Schleimhaut aufnimmt. Also, oder 20-fach weniger, wenn man es spritzt. Das ist das, wovon eben der Herr Benin gesprochen hat, dass eben wirklich jeder Lehrling auf dem Gebiet, jede Krankenschwester, ja, und die haben alle das Spritzen geübt mit Strophanthin. Das ist eine Tatsache. Weil es so harmlos war, ja. Wenn es mir nicht überdosiert worden ist. Das war später dann auch mal überdosiert worden, da gibt es auch Todesfälle. Okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Hilf mir nochmal, lieber Michael. Bei Dr. Frenkel waren wir gerade. Bei Dr. Frenkel, ja. Das ist dann irgendwo, dann hat es sich umgekehrt, hat es umgedreht. Dann wurde es nur noch gespritzt und die Tinktur ging quasi verloren. Ja, dass es also auch über den Mund wirkt, das ging einfach verloren, weil alle nur noch gespritzt haben. Und dieser Frenkel ist übrigens auch ein tragisches Schicksal. Der war Jude und ist dann sehr bald aufgrund seiner Entdeckung zum Professor aufgestiegen. Und 1938 wurde ihm die Approbation entzogen, weil er Jude war. Dann war alles aller Ruhm, den er schon hatte, war umsonst, ja, die wurden weggebügelt. Frenkel. Und dann hat also schon ungefähr 20 Jahre später berühmteste Kardiologe, Professor Evans, hat in Düsseldorf ein Buch geschrieben über die Digitalis-Körper. Das ist auch so ein Ding. Leider ist eben Strophanthin, wird unter Herzglykoside, das bekannteste ist Digitalis, ja, untergebracht und hat auch ähnliche Wirkungen wie Digitalis, nämlich das Herz zu stärken. Aber es hat eben auch noch ganz andere Wirkungen, oder anders ausgedrückt, das Wirkungsprofil von Strophanthin ist anders als von Digitalis. Und das wurde nie richtig in der Pharmakologie wahrgenommen. Da wird immer nur von Digitalis-Körpern gesprochen. Ja? Also man weiß jetzt nicht, hat er jetzt Strophanthin bekommen oder Digitalis. Es ist völlig unterschiedlich von der Wirkung und von der Gefährlichkeit. Das wird der Herr Benin sicher nachher noch bestätigen. Also 1920 hat der Professor
Evans den Ausspruch gemacht auf einem Kongress, ja, es wird die Zeit kommen, übrigens ist nicht gekommen, da wird die Nichtanwendung von Strophanthin als ein schwerer erdlicher Kunstfehler angesehen werden müssen. Und es ist genau anders gekommen. Heute ist die Anwendung von Strophanthin für viele Mainstream-Mediziner, sage ich es mal, oder Schulmediziner, ein Kunstfehler. Ja, weil es eben nicht mehr in den Richtlinien oder nicht mehr in erster Linie in den Richtlinien steht. Es darf jeder Arzt verschreiben, es darf jeder Arzt anwenden. Es darf keiner was dagegen, wenn auch der Hausarzt verschreibt. Aber er traut sich nicht. Er traut sich nicht, gegen den Mainstream zu verordnen. Ja, wir Ärzte sind eben auch leider durch Gerichte und die Patienten gehen ganz schnell zum Kadi, wenn irgendwas nicht klappt oder so. Und dann muss der Arzt beweisen, dass er ein Antibiotikum gegeben hat, dass er alles Schulmedizinische gemacht hat, alle Herzmedikamente und alle Operationen und alles das eben drauf. Ja, es geht ja sogar so weit, dass Patienten gezwungen werden zu manchen Behandlungen, ja, weil die Ärzte Angst haben, weil sie sonst mit dem Rücken gegen die Wand stehen. Also diese orale Anwendung, die wir heute empfehlen, weil das Spritzen, dauernd gespritzt werden, ist kein Vergnügen. Da muss man musste man eben die Rekordspritze noch sich auskochen und das war schon, die Nadeln waren so dick wie heute so Stopfnadeln. Das Spritzen ist für eine Kur, ja, im Krankenhaus hervorragend geeignet. Da kommt eben jeden Tag der Arzt und gibt zweimal diese Spritze. Und dann ist nach einer Woche der Herzpatient gesund gewesen. So war es. Stimmt's, Herr Benin? Das kann ich so bestätigen, ja. Jedenfalls war es die Gewohnheit, ja, die ich eigentlich lebte damals, ja. Ja, ja. Übrigens haben auch die Chirurgen es angewendet, wenn nämlich nicht nur immer wenn das Herz drohte, einer Belastung ausgesetzt zu sein, bei Infektionskrankheiten, welchen auch immer, damals der Diphtherie zum Beispiel, oder bei Operationen, wenn also das Herz einer Belastung ausgesetzt ist, haben sie prophylaktisch, haben die Chirurgen Strophanthin gegeben. Ja. Alles vergessen. Heute alles vergessen. Wir haben ja die tollen Maschinen, ja, und die Kontrolle an den Monitoren, da geht ja niemand mehr aufs. Na gut. Also halten wir fest, es ist auf jeden Fall ein rein pflanzlicher Wirkstoff. Ein rein pflanzlicher Wirkstoff, und zwar eben von dieser zufällig entdeckten Pflanze Strophanthus gratus. Es gibt ungefähr 20 verschiedene Strophanthus-Arten, Strophanthin und ähnliche Alkaloide und Glykoside wachsen aber auch oder kommen aber auch in anderen Pflanzen vor. Ich probiere gerade an mir selbst die Meerzwiebel aus. Dann gibt es im Oleander dasselbe. Es gibt im Adonisröschen sowas. Es gibt im Maiglöckchen sowas. Es gibt in der Christrose sowas. Und eigenartigerweise in der Haut von einigen Kröten als Verteidigungsmittel. Übrigens, Strophanthin wurde von den Eingeborenen in Afrika tatsächlich auch als was Ähnliches verwendet, nämlich als Waffe. Wir haben ganz stark das eingekocht, ganz stark konzentriert und vorne auf die Pfeilspitze geschmiert. Und wenn man also sowas derart stark konzentriert, ist es tödlich. Ja, da wurden Elefanten mitgejagt. Okay, also eine sehr, sehr interessante Geschichte dieses Wirkstoffes. Und wie gesagt, mehr als seit über 150 Jahren bekannt und wie Sie es gerade ausführten, ja, leider aus welchen Gründen auch immer, die werden wir bestimmt auch nochmal kurz besprechen, verbannt von unserem Markt und die jungen Ärzte haben aufgrund, ja, dadurch, dass sie gar nicht mehr ausgebildet werden mit diesem Wirkstoff, Angst, sowas anzuwenden und so weiter. Ja, dann lassen Sie uns doch einfach mal nochmal auf dieses Problem des Herzinfarktes, da kann Joachim sich vielleicht sicherlich auch gleich mit einschalten, nochmal kommen. Sie hatten es zum Anfang schon ein bisschen angedeutet. Wie entsteht eigentlich ein Herzinfarkt? Also im herkömmlichen medizinischen, schulmedizinischen Sinne oder die herkömmliche schulmedizinische Meinung ist, der entstünde durch Blutungsmangel, also Arteriosklerose. Kann man das nach den Erfahrungen, die natürlich auch die Anwendung von Strophanthin gebracht hat in über 100 Jahren, eigentlich so festhalten? Oder kann man sagen, dass es nicht nur eine Verstopfung von Blutgefäßen ist, die zu einem Herzinfarkt führen, sondern dass es noch viele andere Ursachen gibt, die zu einem Herzinfarkt führen?
Das redet aber jetzt bitte der Herr Benin. Er ist da der praktische Part. Aber ich kann auch dazu reden. Ja, ist gut. Ja, vielleicht müssen wir uns ergänzen, ja. Ich bin Allgemeinmediziner und bin eigentlich praktischer Anwender der Medikamente, unter anderem eben auch Strophantin, und bedauerte es, dass es einfach abhanden gekommen war, beziehungsweise war eher verwundert, wieso es eigentlich so allmählich verschwand, ja, aus der alltäglichen Anwendung, wo wir es doch gelernt hatten. Sie sagten, es war das Medikament der Wahl, ja, bei allen möglichen Herzschwächezuständen. Ja. Wenn ich jetzt gefragt werde, was ist Herzinfarkt, ja, da müsste man sehr, sehr weit ausholen. Ja, ich will es mal versuchen zu vereinfachen, bin allerdings sehr anfechtbar dann, ja, aber es kommt ja jetzt eigentlich nur darauf an, das ein bisschen zu erläutern. Der Herzinfarkt ist also der jähe Funktionszusammenbruch des Organes Herz über die Gesamtheit der, oder sagen wir mal, über eine große Anzahl von Herzmuskelzellen, so muss man sich das vorstellen, die diese Funktion nicht mehr leisten können, und insofern kommt es dann zum Herzfunktionsverlust. Der Herzinfarkt wird von den Pathologen bezeichnet als Untergang der Herzmuskelzellen. Ja, wie kommt es dazu? Es müssen Überforderungszustände dann sein des lebendigen Organes, das im, sagen wir mal, im grob biomechanischen Gefüge des Organismus die Versorgungszentralrolle spielt als Pumpe. Wenn diese Pumpe halt überfordert wird, dann macht sie halt irgendwann schlapp. Ja, so kann man das vielleicht sagen. Wenn wir in die Biochemie gehen, dann muss ich mich leider beugen, weil ich bin ja Anwender, ja. Also ich würde nicht mich vortrauen in die Biochemie. Ich kann eigentlich jetzt nur sagen, was ich seinerzeit als das Resultat der biochemischen und auch physiologischen, so nannten wir es, also der Wissenschaft über die natürlichen Vorgänge in der Biologie, was ich da so gelernt hatte, nicht? Und Sie werden mich ergänzen müssen, Herr Dibusmann, Sie haben ja das gleiche Grundstudium gehabt. Wir haben in der Physiologie gelernt, die Herzmuskelzelle fungiert nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Es gibt an den Zellmembranen gibt es diese Wanderungsbewegung unter den entsprechenden Impulsen an den Membranen von Natrium- und Kaliumionen. Ja, wir sprachen dann auch von den sogenannten Kalium- und Natriumkanälen, und die Physiologen entwickelten das Gedankenmodell von einer gewissen Kalium-Natrium-Pumpe, um diese Vorgänge auch wieder rückgängig zu machen, um die letztendlich dann die Herzmuskelzelle dann, oder die Muskelzelle dann insgesamt, auch ja im gesamten Organismus, aber in diesem Falle also auch am Herzmuskel, das gleiche Prinzip, um die wieder in den Zustand der Bereitschaft zu bringen, also der Wiederfunktionsfähigkeit. Was mich beeindruckt hatte, war das Prinzip des Alles-oder-Nichts-Prinzips, dass eine Einwirkung, die diese Vorgänge, diese submikroskopischen molekularen Vorgänge bewege, musste eine bestimmte Schwelle erreicht werden. Und dann schwappte dieses Prinzip über. Ich kann es jetzt nur so in diesen Worten so erläutern. Wenn allerdings ja diese Vorgänge nicht zur Wiedererholung führten, dann musste es notgedrungen zu einer Erschöpfung bzw. zu einem Funktionsverlust kommen. Jetzt will ich mal von dieser molekularen und zellulären Ebene wieder zurück in die große Ebene, das heißt in die des Organs selbst, das eine Unzahl von Muskelzellen in der gleichen Formation hat, zurückkommen. Wenn also die Gesamtheit der oder eine große Anzahl von Herzmuskelzellen in einem Erschöpfungszustand verharren, dann muss es also praktisch unter dem neuen Leistungsanspruch, ja, für das Leben auch zu einer Erschöpfung kommen, das heißt zum Funktionsverlust. Wenn
diese Erschöpfung sogar so weit geht, dass sie nicht wieder regeneriert werden kann, dann kommt es zum Untergang der lebenden Strukturzelle bzw. der Gesamtheit der Zellen. Und das ist der Infarkt. Das ist jetzt ein Fremdwort, das ist einfach der Tod von einer großen Anzahl von Herzmuskelzellen, die dann nicht mehr arbeiten. Und dann kann das Organ nicht arbeiten, dann kommt es zum Aussetzen des Blutstromes im Kreislauf und das ist, ja, das hat den Tod zur Folge. Wobei das sicherlich noch sehr differenziert zu nehmen ist. Wir haben also sehr viele mehr Prinzipien mit hineinzunehmen, aber es war schon sehr bestechend, dieses Kreislaufgeschehen dann einfach daher abzuleiten. Ich will es jetzt erstmal so dabei belassen, weil mir jetzt eben auch der Faden fehlt, aber ich stehe zu weiteren Fragen zur Verfügung und werde sie dann auch weiter beantworten. Also ich habe ein paar Ergänzungen geplant. Ja, bitte. Also, Blutmangel. Es wird ja angenommen, dass diese Stenose, diese Einengung, einen Blutmangel bringt, zur Folge hat, in dem Gefäß, was sozusagen endet, wie ein Baum. Ja, wenn also irgendwo unten am Stamm was zu ist, dann kommt oben nichts mehr an. Ja. Tatsache ist und inzwischen auch zum Beispiel in populären Zeitschriften, aber auch schon seit 50 Jahren in der Anatomie bekannt ist, dass wenn eine solche Stenose langsam entstanden ist, zum Beispiel durch Arteriosklerose, übrigens Arteriosklerose gibt es nicht nur im Herzen, sondern überall im Körper, auch im Herzen. Und wenn also im Herzen ein solches Gefäß langsam durch angebliche Cholesterin verfettet oder kleiner geworden ist, dann gibt es angeblich zu wenig Blut und das Herz hat also Sauerstoffmangel. Das Herz hat tatsächlich Sauerstoffmangel, aber nicht durch diese Stenose. Denn erstens, die Stenose wird umfahren durch körpereigene Bypässe. Das heißt, wenn also langsam ein solches Gefäß sich verschließt, das hat Professor Manfred von Ardenne, ja, ein hochverdienter Wissenschaftler aus der DDR, der hat also einem Hund oder Hunden langsam so eine Koronararterie zugemacht und der hat also keinen Infarkt bekommen. Wenn er es plötzlich zugemacht hat, hat der Hund einen Infarkt bekommen. Hat es langsam zugemacht, ja, eine Ligatur nannte man das, also eine Art Knoten, dann sind eben diese körpereigenen Umfahrungen, Umgehungskreisläufe, die körpereigenen kleinen Gefäße, die man heute körpereigene Bypässe nennt, die haben sich dann schon gebildet. Und das ist auch bei Menschen so. Und es ist erstaunlich, wie lange die Schulmediziner, die Kardiologen mit ihrer Koronarangiografie das nicht gesehen haben, dass wenn durch die Koronarangiografie eine solche Stenose sichtbar wurde, in ganz vielen, fast den meisten Fällen, hinter der Stenose dürfte ja kein Blut mehr dort sein oder viel weniger, dass hinten dran genauso viel Blut ist wie vorne dran. Das heißt, durch diese körpereigenen Bypässe ist durch Umgehungen der Einengung genügend Blut in der Arterie, die den Herzmuskel versorgt. Oder noch anders ausgedrückt, man behauptet also, der Herzinfarkt sei am Ende dieser Arterie. Da brauchen wir nur einen ganz einfachen Anatomen vom nächsten Krankenhaus oder Anatomen von der nächsten Universität fragen, wo sind die Herzinfarkte? Da wird er sagen, hin und wieder auch am Ende einer solchen Arterie, aber meistens ganz woanders. Meistens ganz woanders, gar nicht am Ende dieser Arterie. Also die Koronararterien sind keine sogenannten funktionellen Endarterien. Das ist ein längst bewiesene Fehleinschätzung. Oder ein anderes Beispiel. Darf ich dazwischen fragen? Gerne. Es interessiert mich persönlich. Wann ist eigentlich Ihrer Erkundung nach die Theorie aufgegeben worden oder sagen wir mal aufgesickert worden, dass
dass Koronararterien keine Endarterien mehr sind. Denn das ist das, womit wir eigentlich logisch ja belehrt worden sind, dass Koronararterien sind Endarterien. Es gibt keine sogenannten Kollateralen, also das, was Sie jetzt eben schilderten, also auch die Möglichkeit zur Ausbildung von Umgehungskreisläufen bzw. Adern. Wann ist das aufgegeben worden? Das ist mir völlig entgangen. Also aufgegeben worden ist es gar nicht. Es ist noch das Standarddenken des normalen Arztes, der normalen Unterrichtes an der Universität. Das ist einfach Insiderwissen, aber das ist bereits insidermäßig so verbreitet, dass es also zum Beispiel ein Professor Baroldi hat diese Umgehungskreisläufe schon vor 60 Jahren dargestellt, an Tausenden von Ausgüssen, die er mit einem bestimmten, Flüssigkeit hat er die dann dargestellt und dann das restliche Fleisch weggeätzt, mazeriert. Also das ist so auf meiner Homepage übrigens auch sehr schön dargestellt. Also jetzt mal was anderes noch. Es hat sich herausgestellt zum Beispiel, dass im Koreakrieg wurden die gefallenen Soldaten seziert. Und da hat sich herausgestellt, dass es junge Leute gibt, die haben alle Koronararterien 90% verschlossen. Also sie wurden erschossen. Man konnte sie also, ohne dass sie krank waren, sezieren. Und sie hatten alle drei Arterien verschlossen, haben aber normal gelebt. Oder Umkehrschluss. Auch wenn Koronararterien verschlossen sind, kann durch diese Umgehungskreisläufe ein völlig normales Leben stattfinden. Die gegenteilige Beobachtung ist auch heute sehr häufig, und Herr Benin kann es bestätigen in den Befunden, die er kriegt von den Untersuchungen von der Koronarangiographie, dass jemand Angina pectoris hat, also Herzschmerzen, dass jemand einen Herzinfarkt hatte, aber keine einzige Koronararterie ist verschlossen. Stimmt's, Herr Benin? Es bleibt zumindest so, dass es nicht ausgeschlossen ist, ja? Wir wissen also eigentlich sehr wenig dazu. Wir kennen aber jede Menge Behauptungen dieser Art, ja? Ja, ja. Also andererseits kann man sagen, fast jeden gesunden Menschen, den man eine Koronarangiographie macht, hat irgendwo auch eine Stenose. Also, wir Stofantin Ärzte, oder die sich damit intensiv beschäftigt haben, behaupten, Stofantin hat überhaupt nichts mit den Koronararterien zu tun, sondern greift im Metabolismus der Herzmuskelzelle an, das, was eben der Herr Benin erzählt hat. Und da kann ich etwas sehr Schönes, sehr Plastisches ergänzen, sehr Verständliches. Also, wenn die Herzmuskelzelle zu wenig angeblich Blut hat, dann hat es aber nicht zu wenig Blut, sondern zu wenig Sauerstoff. Und zu wenig Sauerstoff hat es tatsächlich, wenn die Herzmuskelzelle durch irgendeinen Insult, also durch irgendeine Schädigung, eine Erkältung oder eine andere Infektionskrankheit oder eben durch Stress, das ist übrigens aus unserer Sicht der Hauptursache, dann sinkt durch Stress, also der Muskel arbeitet, überarbeitet sich. Es entsteht sowas wie, sagen wir mal, es ist kein Muskelkater, aber es entsteht eben auch Laktat, wie beim Muskelkater. Laktat ist sauer, ja, Milchsäure, und es reduziert den pH-Wert. Und jetzt passiert etwas sehr Wichtiges. Durch die Reduktion des pH-Wertes verlieren die Erythrozyten ihre natürliche Flexibilität. Warum brauchen die Flexibilität? Ganz einfach. Ein Erythrozyt, ein rotes Blutkörperchen, hat einen Durchmesser von 8 bis 9 μ, 8 bis 9000 Millimeter. So eine Art Kugel. Eine Dellenkugel, aber eine Kugel. Und die soll jetzt rollen durch die Kapillaren. Denn in der Kapillare wird dieser Metabolismus, dieser Sauerstoffaustausch findet dann statt. Übrigens auch ziemlich kompliziert, und das hat auch, auch der Herr Professor Manfred von Ardenne sehr gut entdeckt, die Umschaltung. Naja, darauf beruht auch diese Sauerstoff-Nährstofftherapie. Also, dieser
Diese Kapillare hat aber keine 9 μ wie der Erythrozyt, sondern die Kapillare hat nur 3 μ. Wie kommt denn jetzt diese Kugel durch diese kleine Röhre durch? Nun, indem sie sich eben verformt, indem sie sich länglich verformt, indem sie die Fähigkeit hat, die Flexibilität, sich länglich zu verformen, wie ein U-Boot durchzuflutschen. Und diese Fähigkeit, wie ein U-Boot sich in die Länge zu ziehen, ja, um überhaupt seinen Sauerstoff abgeben zu können, durch Azidose, durch Versäuerung, durch Absinken des pH-Wertes, verliert dieser Erythrozyt diese Fähigkeit. Er wird steif. Das heißt, der Sauerstoff kommt nicht an. Tatsächlich ist also der Herzmuskel im Sauerstoffmangel. Ohne dass die Koronarien zu sein müssen. Okay, es gab ja auch diese Geschichte, dass beobachtet wurde, dass diese Thrombosen sozusagen auch erst nach diesem Infarkt entstanden sind. Also wo wir gerade noch vorher waren, ob ein Verschluss die Ursache ist. Also dass danach eher diese Thrombosen entstehen. Das ist richtig. Wenn ein Mensch stirbt direkt nach dem Herzinfarkt, hat er keine Thrombose. Wenn er länger noch gelebt hat und dann stirbt, dann hat er eine Thrombose. Das heißt also, mit dem Herzinfarkt ist gar keine Thrombose verbunden, sondern sie ist erst später durch Stauung aufgepfropft. Und zwar in der Koronararterie. Hat also überhaupt nichts mit dem Herzmuskel zu tun. Nur, wenn der Anatom, der Pathologe, jetzt das Herz öffnet von einem Menschen, der an Arteriosklerose gestorben ist, dann findet er diesen Thrombus und sagt, hoppla, guck mal, da ist er, die Ursache, da die Verstopfung, die Plaque, die abgerissene. Okay. Das ist also eine Fehlinterpretation. Ja. Darf ich einfach dazwischen funken? Ja. Ich würde Vorsicht anmahnen, Herr Debusmann. Ja. Ich meine, es gibt die Koronarangiografien und es gibt also in vivo praktisch die Darstellung von Verengungszuständen, wobei man dann wieder in die Interpretation geht, ja, handelt es sich um welche Art von Einengung an Herzkranzarterien handelt es sich dann, ja, weil wir auf diesem Gebiet jetzt gerade tätig sind, ja, wie wird der Herzmuskel, wie wird er versorgt, nicht? Also da würde ich jetzt vorsichtig sein. Ich selber habe auch einige Zeit in der Pathologie gearbeitet, ganz am Anfang meiner ärztlichen Tätigkeit dann. Und was Sie da so schildern, wir in unseren Untersuchungen haben wir immer diese Thrombosebeete gesucht, beziehungsweise wir haben Ulcerationen in Herzkranzarterien. Das sind also kleine Geschwüre. Das sind im Grunde genommen Gewebsverlustbereiche gesucht, in denen es im Grunde dieser kleinen Wunden an der Innenseite der Herzkranzarterien dann auch zu Thrombosen gekommen ist. Das ist also wie an der Außenhaut, wenn eine Wunde da ist, die dann, wenn Blut austritt, verschorft. Ja, sowas haben wir gesucht und da haben wir gesagt, natürlich, das ist die Grundlage für die Minderversorgung des Herzmuskels. Ja, und das ist die Ursache für den Herzinfarkt. Wie es zu diesen Thrombosen gekommen ist, keine Ahnung, hat sich die Medizin dann weiterhin ausgeklinkt, beziehungsweise die Erklärung, es war genug und es reichte auch aus für das grob mechanistische Denken, dass eine Struktur untergehen muss, die nicht mehr versorgt wird, weil da eine jähe Verstopfung eintritt. Ja, das ist allerdings ja nur eine Seite aus diesem gesamten Gewirk. Das Gewirk, ja, unseres Organismus ist sehr viel komplexer und leider wissen wir sehr wenig davon. Und ich neige ja auch immer mit meiner Ausbildung dazu, mich zu versteigen in dem, was man mir beigebracht hat. Nun haben wir einen großen Vorteil. Die meisten Leute sind ja auch mit der gleichen Lehre in irgendeiner Weise in Berührung gekommen. Deswegen stößt man auf Verständnis. Aber das Strophanthin, um aufs Thema vielleicht doch ein bisschen zurückzukommen, wirkt ja im molekularen Bereich, ja. Und es wirkt ja eigentlich auch im submolekularen Bereich, ja. Und da stehen wir eigentlich vor einem weiten Feld, ja, weitere Erkenntnisse zu bekommen, wenn wir uns überhaupt in diesen Mikrobereich versteigen sollten. Es ist ja eine schöne Sache, dass die frühen Forscher einfach die Beobachtung am Effekt, das heißt an der Wirkung, an sich selbst
hatten und Sie ja auch, Herr de Busmann. Ja, Sie haben es wunderbar geschildert, das Strophanthin wirkt so und so. Und eigentlich sind wir Ärzte ja eigentlich auch nur Nutzer dieser Beobachtung, dieser Empirie, sagten die Alten. Also der genau. hineinführenden, des suchenden, forschenden und findenden menschlichen Geistes und auch der praktischen Nutzung. Entschuldigen Sie bitte diesen Einwurf. Das ist völlig richtig. Und aber nur muss man sich fragen, wenn man also Strophanthin auf die Zunge nimmt oder einnimmt und es ist nach 10 Minuten eine Angina pectoris weg, ja, und Sie wissen, dass wenn eine Angina pectoris 10 Minuten wirkt oder schon läuft, der Patient soll ins Krankenhaus, weil das ist die Vorstufe vom Herzinfarkt. Ja, aber wenn jetzt das weg ist, ja, aber ganz sicher nicht die Stenose dadurch weg ist, dann ist eben woanders was passiert, nämlich im Herzmuskel selbst. Durch diese Entsäuerungsfähigkeit, und der Dr. Bertolt Kern hat diese Fähigkeit des Strophanthins im Gegensatz zu den vielen bekannten Profilen wie Inotropie, Dromotropie und so weiter, Chronotropie, hat er das die Chemotropie genannt. Ja, dieser Begriff ist leider nie angekommen in der Medizin und in der Pharmakologie, dass nämlich tatsächlich das Strophanthin die Fähigkeit hat, wo auch immer, jedenfalls auf jeden Fall im Herzmuskel, den pH-Wert wieder zu normalisieren, zu anzuheben. Mittelbar, nicht? Vom Sauren. Ja, vielleicht machen wir beide uns doch nochmal die Mühe, den Laien, wir sind jetzt richtig in die Tiefe gegangen und ich glaube auch nicht, dass man uns wesentlich folgen kann. Außerdem können wir von oben gedümpelt werden, die Gefahr sollten wir auch nicht laufen, weil wir auch nicht alles wissen. Aber vielleicht das, was man uns beigebracht hat. Für mich gibt es ein Schlagwort, ja, Strophanthin und die Herzglykoside ökonomisieren die Herzmuskelarbeit. Das heißt, sie führen zu einer gründlicheren Arbeit der Herzmuskelzelle und sowas ist dann auch für unseren Fremdwortgebrauch als positive Inotropie bezeichnet worden. Also der Herzmuskel kommt in die Lage durch das Strophanthin und durch ähnliche chemische Substanzen aus der Natur, vielleicht auch selbst aus uns, in die Lage, sich gründlicher, ökonomischer selbst zu leben, um das mal zu sagen. Das heißt, die Muskelzelle zieht sich gründlicher zusammen, sie braucht dazu auch längere Zeit und dehnt sich dann auch entsprechend langsamer wieder aus, wenn sie sich dann aufdehnt und kann sich in dieser Zeit dann auch, ja, im submolekularen Bereich dann auch besser erholen. So habe ich das versucht, mir zu erklären. Vielleicht hilft dieses Gedankenmodell ein bisschen. Das ist vor allem die Digitalis, weil dadurch durch Digitalis das Herz ruhiger schlägt, also langsamer schlägt und damit eben die Diastole, das Füllen des Herzens für den nächsten Schlag besser erfolgt. Ja. Und also Digitalis hat da sicher auch eine sinnvolle Wirkung. Ich vergleiche gerne die Unterschied zwischen Digitalis und Strophanthin auch an einem Bild. Wenn man einem müden Pferd, einem müden Herzen, einem müden Pferd die Peitsche gibt, dann wird es nochmal ordentlich traben. Und die Peitsche, das ist Digitalis, Inotropie, Herzkraftstärkung. Es ist bekannt, dass durch und unter Digitalis langfristig mehr Herzinfarkte passieren als weniger. Das hat dann zig Jahrzehnte später eine Riesenstudie ergeben und deshalb wird Digitalis nicht mehr für das Herz verwendet, für die Herzinsuffizienz, außer eben um die Tachykardie runterzubringen, das zu schnell schlagende Herz oder unregelmäßig schlagende Herz, das wird, ich sag's mal ein bisschen weniger nett, vergiftet, sodass es dann nur noch weniger schnell schlägt. Und wenn jetzt zum Pferd zurückzukommen, ja, die Strophanthin wirkt nicht als Peitsche und jagt den Gaul nochmal hoch, umso schneller er zusammenstürzt, sondern Strophanthin stützt den Metabolismus, die biochemischen Vorgänge. Das ist über das Pferd gedacht, er kriegt Hafer. Das Pferd hat wieder Kraft, hat wieder einen ausgeglichenen Stoffwechsel.
Es hungert danach, nach dem Hafer. Das ist also das Bild, der Unterschied zwischen Digitales und Strophanthemen. Für den praktischen Vorstellung. Das mit der Kaliumnatriumpumpe, wenn ich ja noch darauf eingehen kann. Strophanthin ist ein sehr weit verbreitetes Experimentiermodell, aber immer in einer sehr hohen Konzentration und ist dann eine, schließt die oder verstopft diese Kanäle, diese Natrium-Kaliumpumpe. Während in der ganz, ganz geringen Konzentration, wie es eben der Körper selbst herstellt und wie wir es eben im oral und parenteral, also durch den Mund und über die Vene eingespritzt dem Menschen geben, in dieser Konzentration öffnet es diese Kanäle, ja, also stärkt den Metabolismus, diesen im submikroskopischen Bereich. Also da sind natürlich viele, viele offene Fragen. Wir gehen ja auch nur tatsächlich von dieser Empirie aus und fragen uns, wenn das so wirkt, wie wir es erleben, dann stimmt was mit der Hypothese des Herzinfarktes nicht. Kann ich voll bestätigen, auch aus meiner Erfahrung und aus dem sich da heraus entwickelnden Gefühl. Ich blicke jetzt auf, sagen wir mal, 40 Jahre ärztliche Tätigkeit zurück, ja, ganz von den Anfängen her. Ja, es ist natürlich auch erstaunlich, dass letztendlich so viel Geld auch in gerade diese Thematik, Erforschung, Herzinfarkt, Herzprobleme, ist ja die Todesursache, glaube ich, mit Nummer 1 in Deutschland oder auf der Welt sozusagen. Kreislaufkrankheiten. Kreislaufkrankheiten, genau. Das, wenn wir es glauben wollen, ja. Ja, okay. Dass natürlich dort so wenig Erkenntnisse da sind, die Sie jetzt beide oder Sie auch, Herr De Busmann, beziehungsweise auch der Rolf-Jürgen Petri, der zum Beispiel auch bei uns heute im Chat mit dieser Sendung zuhört, den grüßen wir von hier ganz lieb. Er kann leider nicht. Ich grüße ihn auch, mein Freund Rolf-Jürgen. Genau, Rolf-Jürgen kann leider nicht dran teilnehmen, weil er momentan kein Skype hat und mit dem Okitalk-Telefon funktioniert das leider heute irgendwie auch nicht. Sonst hätten wir ihn gerne auch nochmal ins Gespräch gezogen. Lassen Sie uns doch nochmal ein bisschen von den fachlichen Geschichten, die natürlich sehr, sehr interessant sind, nochmal ein bisschen zurückkommen, auch auf die Konsequenzen, die das Ganze schulmedizinisch hat bei uns. Das heißt, lassen Sie uns doch mal analysieren, welche Möglichkeiten die heutige Schulmedizin eigentlich anbietet zur Herzinfarktvorbeugung, also zur Prophylaxe und auch zur Nachbehandlung. Vielleicht kannst du, Joachim, da einfach mal nochmal was zu sagen. Was ist da so Standard heutzutage? Also ich möchte mich aus dem, was die Systemmedizin über die Schulmedizin auch verbreitet, da gibt es ja gewisse Unterschiede, auf die kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, möchte ich mich eigentlich ausschweigen. Wir haben es also mit den Resultaten zu tun. Nicht? Das gilt es ja auch hier ein bisschen festzustellen. Ja? Ein ehedem, ja, raffen wir es nochmal so zusammen mit meinem Satz, ein ehedem sehr erfolgreiches Pharmakon, was empirisch, das heißt auf dem Selbstversuchswege entwickelt worden ist, gefunden und dann bestätigt worden ist und dann in der Breite auch in der des Industriezeitalters in der Breite erfolgreich angewendet worden ist, einfach schleichend verschwunden, vielleicht auch über ein paar Zäsuren, ja, aber wieso ist es dazu gekommen? Ich habe mich eigentlich als Anwender und Standardanwender der wohlmeinenden Schulmedizin gewundert, wieso verschwindet ein Medikament und eine andere Gruppe wird an Medikamenten wird reingeschoben und ist dann in der Praxis bei weitem nicht so erfolgreich, wie ich das kannte. Nun ja, also ich gehöre mittlerweile auch zu einer Generation, die allmählich ausstirbt. Es fehlt also an Zeugnissen, ja, und und die Lehre ist sehr hartnäckig und auch sehr, sagen wir mal, wirksam, indem immer das Neue gepredigt wird. Sie haben es vorhin ganz gut dargestellt. Ja, ich habe diesen schleichenden Wandel eigentlich auch schon in der Klinik seinerzeit erlebt. Es begann eigentlich damit, dass wir mit Strophanthin und einigen Medikamenten noch
jedweder Herzschwäche, unter anderem auch Herzinfarkte behandelten. Ja, und dann wurde das Strophanthin allmählich abgelöst durch, also auch über Spritzen einzugebende Herzglykoside, das Digitalis, und durch ähnliche Substanzen, die aber aus meiner Erfahrung betrachtet nicht unbedingt die gleiche Wirkung hatten, wie wir das seinerzeit mit dem Strophanthin hatten, das aber noch parallel zu verfügen war. Ich selber habe erlebt, dass in den End-70ern und Anfang 80er Jahren das Strophanthin in der parenteralen Form in den Kliniken ausgemustert wurde. Also bis in die 80er Jahre erinnere ich noch, dass wir Herzkranke mit diesen Spritzentabletts behandelt haben. Und dann kamen andere Substanzen. Dann habe ich allerdings die Klinik verlassen und bin in die Praxis gegangen. Habe da aber nach guter alter Gewohnheit immer noch da industriell noch verfügbar weiterhin auch Strophanthin gespritzt, allerdings sporadisch und nicht in der straffen klinischen und akutmedizinischen Form mehr, sondern als Allgemeinmediziner dann in der begleitenden Form bei Feldwald- und Wiesen-Herzschwäche-Patienten. Was ist nun, jetzt habe ich eigentlich den Faden verloren. Welche Frage hast du gestellt? Es ging um die Möglichkeiten, die Schulmedizin heute eigentlich in der Regel anwendet zur Vorbeugung von Herzinfarkten. Ach so, und auch in der Nachbehandlung. Zur Vorbeugung der Herzinfarkte wird im Wesentlichen auf das Verhalten eingegangen. Und dabei ist das ist diese, sagen wir mal, Verhaltensbelehrung ist auch weitgehend bestimmt, ja, wie kann man es noch begleiten durch andere medizinische Maßnahmen, auch durch Medikamentengaben. Herr Debusmann, Sie haben es vorhin angeschnitten, das Cholesterin ist sehr hoch aufgewertet worden als Mitverursacher der Herzminderversorgung, indem das Cholesterin praktisch mit zuständig gemacht wurde in der wissenschaftlichen Ansicht, die dann auch verbreitet wurde, bei der Entstehung der Herzkranzarterienverschlüsse, also der Thrombosen und der Verschlüsse. Ja, so kommt es also einfach prophylaktisch dann zu dem Ratschlag durch die Schulmedizin, man müsse Fettsenker, also Cholesterinsenker, ich drücke das jetzt mal so ganz allgemein aus, einnehmen. Zum anderen, sollte man, wenn man das auf dem medikamentösen Sektor bleibt, was zur Herzkranzarterienerweiterung nehmen. Da wurden verschiedenste Gruppen, Substanzgruppen angeboten. Ja, man sollte dann auch etwas einnehmen, was die Herz, sagen wir mal, Tätigkeit drosselt, das heißt die Frequenz drosselt und auch die Herzkraft dann drosselt. Diese Medikamente werden auch bereitgestellt. Ich will das nur mal so anreißen, um mich auch nicht zu verwirren in der Tiefe. Es gibt heutzutage praktisch zur Prophylaxe von Herzinfarkten, wenn man sie dann abwenden will, ohne dass die Patienten bereits schon welche erlitten haben, also eine Handvoll Medikamente, die dort eingenommen werden, wenn man praktisch in der Schulmedizin sich diesbezüglich ausrüsten lässt. In der Verhaltensweise ist man eigentlich kein Stück weitergekommen. Ja, man ist eigentlich beim Thema Stress. Was ist Stress? Stress ist Anspannung. Und was ist Anspannung? Was spannt ein Individuum an? Ja, ein Individuum wird im Wesentlichen angespannt durch seine Empfindungsschwankungen. Ja, und wie kommt es zu diesen Empfindungsschwankungen? Durch seine Erlebnisse. Ja, oder das, was ihm im alltäglichen Leben begegnet, was es herausfordert. Ja, wir sind biologische, wir sind auch physische Wesen. Ja, wenn wir Erlebnisse haben, wenn wir Herausforderungen erleben, die einer Reaktion bedürfen, um eben das Fortleben zu sichern, ganz grob gesagt, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass man innerlich in Erregung gerät. Dieses wird, so wie die Wissenschaft es deutet, vom sogenannten sympathischen Nervensystem gesteuert. Dieses Nervensystem springt an in Anspannung. Es ist der Repräsentant des Stresses. Ja? Eine ganz besondere Rolle spielt hierbei das nachzumessen,
als Blutdruck, ja. Der Blutdruck wird mittlerweile von der Schulmedizin, nicht nur mittlerweile, seit Jahrzehnten als eigenständige Krankheit behandelt. Ja, wir sprechen meistens von, weil wir die Grundlagen für die Entstehung des Blutdruckes so nicht versucht haben wahrzunehmen, spricht man vom Essentiellen, das heißt vom Blutdruck an sich oder der aus sich selbst entsteht. Absoluter Quatsch, ja, in der Biologie. Das weiß eigentlich jedes Kind, nicht? Aber bitte, die Medizin spricht von essentieller Hypertonie. Mittlerweile ist es so, dass diese essentielle Hypertonie eine festgefügte Größe ist als Diagnose, weil das gesamte, jetzt mache ich ein paar Sprünge, weil das gesamte Gesundheitswesen mittlerweile auch nicht mehr Gesundheitswesen ist, sondern also eine kräftige Wirtschaftsrolle spielt. Ja, zum Beispiel ist in Deutschland das Gesundheitswesen mittlerweile auch genannt als Gesundheitswirtschaft, ja, der größte Wirtschaftsfaktor im Lande. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, es werden 360 Milliarden Euro umgesetzt. Jedenfalls habe ich diese Zahl mal unlängst gehört in einem dieser Talkshows mit hochgestochenen Leuten, wie sie bei Illner und dergleichen anzutreffen sind. Jedenfalls ist dieser Zahl dort in dieser Talkshow nicht widersprochen worden, und wie das immer so ist, ich habe es natürlich nicht persönlich aufgezeichnet, ich behaupte das jetzt mal so. Aber ich habe es auch nachgelesen, in anderen Zusammenhängen. Ja, also es führt durchaus das, was man empfiehlt, ein Eigenleben. Und wir haben jetzt ja eine gute Gelegenheit gefunden. Das Strophanthin ist merkwürdigerweise als kleines Pflänzchen wieder aufgekommen. Deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Und wir sollten eigentlich auch sagen wir mal, die Wiedergeburt des Strophanthins vielleicht auch ein bisschen begleiten. Vielleicht schafft das diese Sendung heute Abend auch noch. Und damit möchte ich diesen Einwurf eigentlich jetzt erstmal beenden und den anderen auch wieder mal das Wort geben. Wie sieht das dann eigentlich aus mit auch der Nachbearbeitung? Also sprich, es gibt ja diese sogenannten Stents, die auch gesetzt werden. Inwiefern ist das dann sinnvoll nach einem Herzinfarkt beziehungsweise weniger sinnvoll? Vielleicht können wir darauf auch nochmal eingehen. Ich weiß nicht, ob der Herr Debusmann dazu noch ausführen möchte oder noch was ergänzen möchte zu den Ausführungen von Herrn Dr. Benin. Ich habe da eine sehr dezidierte Meinung. Also die Stents sind überflüssig und sind Geldmacherei. Dass sie wirken, ist für ein halbes Jahr bewiesen, ein Jahr vielleicht. Ja, meistens sind sie dann wieder zu oder es müssen neue gesetzt werden, weil der Patient wiederkommt und sagt, ich habe Herzschmerzen. Ja, und ich, also mein dollster Patient hat 12 Stents, 6 Bypässe und ist auf der Liste für eine Herztransplantation. Dann hat er Strophanthin bekommen und ist wieder kerngesund. Nur dazu. Aber der Herr Benin hat eben ein wunderbares Thema angerissen, nämlich das vegetative Nervensystem. Ich glaube nämlich, dass das vegetative Nervensystem sogar der Angelpunkt für Strophanthin ist. Es wurde vor 91, also vor 20 Jahren, 25 Jahren, wurde durch ein sehr umfangreiches Physiologenteam um Hamlin, ist auch auf meiner Homepage selbstverständlich, übrigens, wenn ja der Rolf-Jürgen Petri mithört, muss man einfach noch was Wichtiges sagen. Lieber Rolf-Jürgen, du bist der wichtigste Mann, was Strophanthin angeht. Du hast ein Buch geschrieben, ein ungefähr 400 Seiten starkes Buch, Die Lösung des Herzinfarktproblems durch Strophanthin, Untertitel Eine pflanzliche Substanz ohne Nebenwirkungen, und dann noch einen zweiten Untertitel über die Abwehr der optimalen Vorbeugung und Behandlung, das heißt, warum ist es verloren gegangen. Und noch ein Untertitel, eine wissenschaftliche und allgemeinverständliche Darstellung der Fakten. Ja. Das Vorwort bekam dieses Buch von einem der interessantesten Epidemiologen und Physiologen und physiologischen Chemikern aus Hamburg, aus Heidelberg, ein Professor Hans Schäfer, der wie ganz viele Leute während ihrer Berufstätigkeit Strophanthin nicht in den Mund genommen haben, aber wenn sie dann emeritiert sind, dann doch darüber sprechen. Mein eigener Professor hier hat mir jetzt gesagt, ach Herr Debusmann, also vor 10 Jahren hat er gesagt, ich kenne ja Strophanthin, aber
Aber ich weiß auch, dass es wirkt. Ich weiß auch wie alle anderen nicht, warum es und wie und wo es wirkt. Aber es wirkt, muss man ja zugeben. Aber wenn ich jetzt das einsetzen würde, darüber schreiben würde, wäre ich weg vom Fenster. Das heißt also, dieser Mainstream einer Glaubensrichtung, einer Wissenschaftsrichtung, einer politischen Richtung, die können also so hart und brutal eben ausrichtend sein und tödlich sein, ja, dass eben man es nicht wagt. Und dieser Professor Hans Schäfer aus Heidelberg hat es gewagt, diesem verdienstvollen Heilpraktiker Rolf-Jürgen Petri mit seinem Buch ein Vorwort, ein lobendes Vorwort eben voranzustellen. Dieses Buch ist man kann es fast sagen, eine Bibel in der Stoffantin-Frage, weil es hat nicht nur 400 gut lesbare Seiten, sondern auch noch 1600 Literaturangaben. Man stelle sich mal vor, 1600 Literaturangaben. Und dieser gute Petri hat die alle nicht nur gelesen, sondern auch verstanden, eingeordnet und differenziert und also enorm. Rolf-Jürgen, herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Ich wollte aber zu diesem vegetativen Nervensystem, was ist der Angelpunkt? Das ist nämlich der Angelpunkt. Hamlin und diese ganzen Physiologen, die damit hängen, dran, die mitgearbeitet haben, ungefähr 20, die haben im Blut ein Wabain-like Compound gefunden. Gut, Stoffantin heißt im englischen Sprachraum Wabain, O-U-A geschrieben, Wabain, Wabain, weil es wird auch hergestellt aus einem Baum, nicht nur aus Pflanzen, aus Schlingpflanzen und allen möglichen kleinen Pflänzchen, sondern eben auch aus einem Baum, dem Baum Acocanthera wabaio. Ja, und deshalb heißt es im englischen Sprachraum heißt es Wabain. Und in Wikipedia ist sowohl die Gestrophantin, also die Stoffantin-Seite aufschlussreich, aber fast noch besser ist die englische Wabain-Seite. Also, die Hamlins haben also ein Wabain-like, eine Stoffantin-ähnliche Substanz gefunden, die sich nur in, na, sagen wir mal, von 100 gleichen Faktoren in einem einzigen kleinen Faktor unterschieden haben, in der Spiegelung. Das heißt also, es wirkt tatsächlich gleich. Und ich habe festgestellt, dass dieses Stoffantin, er hat isoliert aus der Mensch, aus der Säugetier-Nebennierenrinde. Also in jedem Säugetier, auch im Menschen, und das hat ein deutscher Veterinärprofessor festgestellt, ein Professor Schoner, wird also bei Stress dieses Stoffantin gebildet als Anti-Stress-Wirkstoff. Ja? Also jeder von uns kennt Stress-Wirkstoffe, das Adrenalin, das Cortisol und so weiter. Aber ein Anti-Stress-Wirkstoff oder ein Anti-Stress-Hormon hat sich, obwohl es jetzt schon seit 25 Jahren isoliert worden ist und vielfach bestätigt worden ist, ist es noch nicht Eingang gefunden in das Wissen der Schulmedizin. Also Stoffantin ist sehr viel mehr als nur ein komischer afrikanischer Pflanzenwirkstoff von den Eingeborenen, die damit die Pfeile beschmiert haben, sondern es ist ein körpereigenes Hormon. Oder man könnte, das hat ein Dr. Moser gesagt, ein Biochemiker, es ist ein Stress Löscher, ja. Professor Schoner hat das auf dem Laufband mit Hunden und aber auch mit Athleten sehr eindrucksvoll bestätigt und aufgezeichnet und gefunden. Also Stoffantin ist also mehr als nur ein Herzmittel. Stoffantin ist ein Hormon, das im vegetativen Nervensystem die Balance hält. Ich nenne es einen Mediator, einen Friedensstifter zwischen dem einen Ast, dem Sympathikus, und dem anderen Ast, dem Vagus. Ja. Der Sympathikus macht sozusagen Gas, ja, Flucht oder Angriff, also Aktivität, und der Vagus macht die Erholung. Und Stoffantin senkt den Spiegel des Adrenalins und hebt den Spiegel des Wirkstoffes des Vagus, des Acetylcholins. Eine Balance. Und das ist das, was ich so wunderbar genieße, nämlich dieses ausgeglichene vegetative Gefühl, diese gute Laune, die ich eben, außer dass meine Herzschmerzen weg sind, auch diese gute Laune habe und mir den Tag entlang ich genießen kann. Also Stoffantin ist
ein Anti-Stress-Wirkstoff und ist bei, die Indikation ist also weit mehr als nur beim Herzen, sondern alle Krankheiten und alle, und Herr Benin wird das bestätigen oder vielleicht zumindest hypothetisch bestätigen, dass ganz viele Krankheiten, ich behaupte 80% aller Krankheiten, haben irgendwas auch mit Stress zu tun. Ja? Darf ich unterbrechen, ich bin ja ganz entzückt, ja, das möchte ich doch ausdrücken, dass diese Entdeckung gemacht worden ist, von der ich so nichts wusste aus meiner Ausbildung. Ja? Also, dann haben Sie durch mich noch einige Nachhilfe jetzt bekommen. Man lernt nie aus. Ja? Mal, Alter, schütz vor Torheit. Gehen Sie ruhig auch auf meine Homepage. Ich habe Ihnen übrigens heute einen Brief geschrieben und Sie eingeladen, auf meiner Homepage etwas spazieren zu gehen und sich dann als Strophanthin-Berater und Verschreiber in meine Liste aufnehmen zu lassen. Ich werde Ihnen das formulieren. Sie können das dann eben ausführen, wie Sie es formuliert haben wollen. Da sind inzwischen auf dieser Liste, Strophanthin ist leider verschreibungspflichtig, sind inzwischen 80 Ärzte, sehr, sehr interessante Ärzte, die man eben postleitzahlenmäßig dann finden kann. Ja, ich bedanke mich sehr, ja, und ich werde mich befleißigen. Der kommt morgen, der Brief. Dankeschön. Alleine deshalb bin ich, mal gucken, dem Michael Grave dankbar, dass er uns beide in Verbindung gebracht hat. Ja, das ist ein guter Nebeneffekt. Also vielleicht auch eine Bitte an die Zuhörer. Wenn Sie einen Arzt finden, der Verständnis und Interesse oder gar Erfahrung mit Strophanthin hat, dann schreiben Sie bitte irgendjemanden, der es dann weiterleitet an jemanden anderen und dass es dann bei mir landet, weil es ist wirklich unglaublich wichtig, dass wir diese Strophanthin-beratenden und verordnenden Ärzte haben. Denn wenn Sie, der Mensch, der jetzt da ganz ferne irgendwo zuhört, zu Ihrem Hausarzt geht, wenn Sie da hingehen, werden Sie gesagt bekommen, was, so ein Scheiße verschreibe ich Ihnen nicht. Was, davon sterben Sie. Was, sowas Altmodisches, wir haben doch heute viel Besseres. Was, unmöglich, das macht süchtig. Was, also Sie werden so verunsichert, dass Sie es bleiben lassen. Also gehen Sie gar nicht erst zu Ihrem Hausarzt, ja, oder fragen Sie ihm nur, was er von Strophanthin hält. Und halten Sie dann den Mund. Und gehen Sie auf meine Homepage, suchen Sie sich einen von diesen Ärzten aus, eben unter anderem den Herrn Benin, der ist aber noch nicht drauf, der kommt eben dann erst nächste Woche drauf, einer von diesen 80, wir haben auch einen sehr interessanten Arzt bei Jena, der also auch gerade für die Lebensführung ganz viel macht. Ja? Und dann möchte ich also auch vielleicht noch was zu der Lebensführung sagen. Die Menschen gehen ja erst zum Arzt, wenn sie irgendwas am Herzen merken. Vorbeugend sind wir alle Sünder, Sünderlein. Wir sind alle Sünderlein. Wir machen zu wenig Sport. Wir essen das, was uns im Edeka vorgesetzt wird. Wir meist kritiklos. Wir machen keinen Urlaub mehr, sondern wir machen Tapetenwechsel, damit wir wieder was Neues erleben, wieder Action, ja, und das höchstens eine oder zwei Wochen, ja, das ist keine Erholung. Das heißt also, die Erholung ist miserabel und das sympathische System ist einfach überreizt. Deshalb sind so viele Leute im Burnout. Wenn Sie erlauben, möchte ich es raffen, ja, wir leben komplett heutzutage in einer unartgerechten Selbsthaltung. Kann das sein? Unartgerechtet, genau. Okay. Zirkustiere, wenn wir Zirkustiere werden, würde es uns verboten werden, so zu leben. Ja, genau. Ja, vielleicht klappt es doch noch, wir kriegen Herrn Petri doch noch zugeschaltet. Wir arbeiten im Hintergrund daran. Wir sind da mal ganz zuversichtlich. Aber bei all der ganzen medizinischen Theorie, die natürlich auch sehr wichtig ist, um auch vielleicht Fachleute, die zuhören, da nochmal ein bisschen auf den Weg zu bringen, dass man dort ein bisschen nochmal nachliest oder sich einfach nochmal weiter das Wissen erweitert, interessiert natürlich auch unsere Zuhörer gerade auch die praktische Anwendung von Strophanthin. Also es ist, wie gesagt, ein Mittel zur Vorbeugung, zur Prophylaxe und natürlich auch ein Mittel, welches im akuten Fall eines Herzinfarktes zum Beispiel schnell Abhilfe schaffen kann. Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt,
der interessant ist. Auch zur Nachsorge. Zur Nachsorge natürlich selbstverständlich auch. Kommen wir natürlich zu einem wichtigen Punkt, wie man das Strophantin eigentlich anwenden kann. Also es gibt unterschiedliche Formen. Wir hatten schon drüber gesprochen, man kann das intravenös im akuten Falle auch vom Arzt gespritzt bekommen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit von Tropfen, soweit ich weiß. Tabletten sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr erhältlich. Aber es geht auch vor allem um die Dosierung. Also wie kann ich prophylaktisch zum Beispiel dosieren, wenn ich jetzt an Strophantin komme? Was ist da alles zu beachten? Macht es süchtig? Ist es eine Daueranwendung? Gibt es Nebenwirkungen oder Gegenwirkungen mit anderen Medikamenten oder Stoffen? Also das alles interessiert natürlich jetzt unsere Zuhörer. Die Fragen haben sich natürlich in diese Richtung auch schon aufgetürmt bei uns. Dass wir vielleicht da mal ein bisschen drauf Bezug nehmen auf diese Fragen. Ja, das muss ich beantworten, weil ich habe die meiste Erfahrung. Erstens an mir selbst und zweitens durch die vielen Beratungen, die ich gemacht habe und drittens, weil ich jede kleine Regung auf dem Markt, auf diesem Gebiet extrem intensiv beobachte. Wir sind inzwischen 5 Apotheken, die Strophantin selbst herstellen. Nun war das bisher eine große Firma, die Firma Meda, das ist ein Riesenkonzern, die hatte mal eine ganz kleine Firma Herbert, die eben diese Kapseln hergestellt hat, aufgekauft. Ich war 3-mal bei dieser Firma Meda und habe gesagt, habe versucht, das ihnen ins Bewusstsein zu rücken, dass sie da ein Goldklümpchen in der untersten Schublade haben. Sie haben absolut nicht drauf reagiert. Gerade der Rolf-Jürgen Petri hat sich mit anderen unglaublich bemüht, dass die Zulassung nicht verloren geht. Ja, dazu hätte man eine Studie machen müssen oder zumindest Einspruch einlegen müssen. Aber die Firma hat nichts getan. Inzwischen ist dieses erloschen, die Zulassung erloschen und wir haben aber einen ganz neuen Start gemacht. Rolf-Jürgen Petri war jetzt mit einer kleinen Gruppe in Traben-Trarbach. Wir haben also dort sowas wie eine Geburtsstunde des Strophantins erlebt. Ja, ich sag mal nur so viel aus dem Nähkästchen, das ist ein Projekt von 10 Jahren, um sowas zuzulassen, ein neues Produkt und eine Kostenfrage von 10 Millionen. Wir haben uns vorgenommen, das zu stemmen. Ja, wie will ich jetzt nicht drauf eingehen? Im Augenblick gibt es nur eine Notlösung tatsächlich. Das ist eine Urtinktur, die ein lobenswerter Pharmazeut herstellt, der sich auf Tinkturen spezialisiert hat, der Dr. Brandt in Fürth von der Firma Maros. Ja, also wichtig ist nicht, was Sie einnehmen. Strophantin wirkt, ob Sie es so oder so in der oder in der Form bekommen, immer gleich, nämlich hilfreich. Das heißt, Sie brauchen den Arzt, der aufs Rezept schreibt, Strophantin, Tinktur. Auf meiner Homepage steht ein Menüpunkt, wie man es rezeptiert. Und ich bin dabei, oder wir haben jetzt gegründet, einen Strophantin-Verein, Strophantus e.V. Und wer diesem Strophantin-Verein beitritt, ja, der kriegt von uns eine Kurzanleitung für den Arzt, dass man mit auf den neuesten Stand des Wissens kommt, den jetzt eben ja auch der Herr Benin sehr angenehm überrascht war, dass es da einen neueren Stand gibt. Und wie man es rezeptiert. Ja, es ist, wenn man es weiß, ist wie mit dem Computer, wenn man es weiß, ist alles ganz einfach. Und wir wollen also und auf meiner Homepage steht auch alles, wie man es rezeptiert und welche Ärzte man befragt. Es ist ziemlich einfach, wenn man einen gewissen Leidensdruck hat, einen persönlichen, aber sehr viele Menschen kommen aufs Strophantin auch, weil die Mutter, der Großvater, der Nachbar oder wer auch immer in der Verwandtschaft austherapiert ist, weil er nämlich alles bekommen hat, was die Kardiologie bietet, es ihm aber von Jahr zu Jahr schlechter geht und er nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Ich habe gerade jetzt gestern so eine schöne Rückkopplung gehabt, dass ein Großeinkäufer einer großen Firma gesagt hat, seit 5 Jahren krebse ich, ja, bin müde, ja, schleppe mich von einem Meeting zum anderen. Und seitdem ich Strophantin, seit einem halben Jahr, wo ich jetzt Strophantin nehme, bin ich wie ausgewechselt. Ich bin fröhlich, ich bin wieder da. Das sollte man sich hinter die Ohren schreiben.
diese Beta-Blocker, also diese Blocker und Hämmer, ja, ACE-Hämmer und Beta-Blocker und all diese Medikamente sind, Entschuldigung, wenn jetzt ein Arzt zuhört, er darf sich aufregen, ein Schularzt, die sind überflüssig. Ja, die sind überflüssig, bis auf wenige Aufnahmen. Das soll jeder Arzt selbst entscheiden. Ich empfehle, dass wenn man Stoffantin, sollte man zusätzlich nehmen zu seinem ganzen Cocktail, Giftcocktail und zusätzlich nehmen. Ja, und dann mit seinem Arzt überlegen, aha, mir geht's gut, was können wir denn jetzt mal halbieren? Und was können wir dann noch weiter halbieren und weglassen sogar? Ja? Und dann, also ich habe zum Beispiel ja auch die üblichen Medikamente nach meinem Herzinfarkt bekommen vor 30 Jahren und nehme ungefähr seit 20 Jahren nichts mehr außer Stoffantin. Mhm. Aber ich mache Sport, ich ernähre mich vernünftig und vor allem, ich mache jeden Tag 1 bis 2 Meditationen. Mhm. Kommen wir nochmal auf die Dosierung. Das heißt, ganz praktisch, ich gehe zum Arzt oder finde einen Arzt, der mir Stoffantin verschreibt. In welcher Form bekomme ich das dann meistens? Oder beziehungsweise? Bringen Sie es im Augenblick in Tropfenform. Da gibt es verschiedene Konzentrationen, zum Beispiel diese Urtinktur, die ist 0,6%ig. Ja, ich nehme von dieser Urtinktur im Augenblick 3-mal am Tag 30 Tropfen, aber nur weil ich gerade in einer schwierigen Lebenssituation von meiner Partnerschaft bin. Eine längere Zeit habe ich 3-mal am Tag 20 Tropfen genommen. Es gibt ganz große Extreme nach unten und nach oben. Stoffantin wird nicht nach nach einer Faustregel, nach einer Dosierungsanleitung, gegeben, sondern immer nach dem individuellen Bedarf. Das heißt, man geht erstmal hoch, so gut es geht, so gut man es als Arzt verantworten kann. Zum Beispiel jetzt von dieser alten Strodival-Kapsel, wo 3 Milligramm drin waren, dass man 4-mal am Tag 3 oder 4 Kapseln gegeben hat. Ja? Der Dr. Bertolt Kern hat also zum Beispiel bei jedem Anfänger hat er 3-mal am Tag 3 Kapseln gegeben. Ja? Diesen Flyer, den habe ich auch auf meiner Homepage unter Erfahrungen. Ja, da geben 20 Untermenüs, ein Untermenü mit 20 Literaturen auf, Erfahrungen, die Leute da von sich geben. Außerdem vielen Krankenberichten und den Eintragungen auf meiner Besuchsseite, auf meiner, also es ist zig, fast 100 Mal, hunderte von Malen bestätigt, dass Stoffantin segensreich wirkt. Und es ist eigentlich völlig wurscht, erstmal mit was man anfängt. Ach ja, doch, mit anfangen sollte man unbedingt mit dem Einschleichen. Die Medikamente, die Schulmedizin-Medikamente ausschleichen, mit dem Arzt zusammen, mit dem Stoffantin-Arzt. Aber Stoffantin selbst einschleichen. Stoffantin selbst ist sehr, sehr bitter. Und was Bitteres im Mund ist also, reizt diese Schleimhäute. Nicht nur eben im Mund, sondern auch im Magen, auch im Darm. Und im Darm hat es eben dann die Nebenwirkung, dass es, wenn man zu schnell die volle Dosis einsteigt, dann hat man Durchfall. Das ist die einzige Nebenwirkung, die es gibt. Durchfall. Mhm. Lassen uns noch mal ganz kurz auf den Punkt, Sie sagten gerade, es schmeckt halt bitter. Besteht die Möglichkeit, Stoffantin dann auch mit Wasser zu verdünnen und dann einzunehmen oder hemmt das die Wirkung von Stoffantin? Ja. Bis vor kurzem gab es dieses Strodival in 2 Formen. Eine, die man aufbeißt, im Mund hält und dann 5 Minuten oder 10 Minuten im Mund behält. Und man hatte dann eben sofort seine Wirkung, dass der Herzschmerz weg war und dass die gute Laune wieder da war. Und dann gab es eine zweite, die sehr verbreitet war, die hieß MR, magenresistent. Und zwar hatte man geglaubt, eine Zeit lang, fälschlicherweise geglaubt, Stoffantin würde im Magen zerstört. Und da sollte also diese Kapsel erst durch den Magen durchgehen, solange sollte sie resistent sein gegen diesen Säureschock, ja, der Salzsäure im Magen und erst im Dünndarm sich auflösen. Das hat auch funktioniert, aber bis man eben aus der Not gesehen doch eben kein MR mehr hatte
Und dann hat man es eben geschluckt und dann hat man gemerkt, es wirkt genauso. Und als wir nachgelesen haben in der älteren Literatur von dem Dr. Bertolt Kern, der hat ein dickes Buch 1950 geschrieben, das heißt einfach nur Strophanthin. Auch bei mir ganz gescannt und nachlesbar in meiner Literatur. 300 Seiten nur über Anwendung von Strophanthin. Und da hat sich herausgestellt, es geht also, es ist schon lange bekannt, Strophanthin wird nicht im Magen zerstört. Ich selbst bin ein sehr gutes Medium, weil wenn ich 6 Stunden kein Strophanthin bekommen habe, dann habe ich Angina pectoris. Also kann ich sehr viel und sehr leicht ausprobieren, wie es läuft. Und ich habe gemerkt, dass wenn man schluckt, verdünnt im Wasserglas und schluckt, ja, dann hat man dieses Bittere vermieden, braucht man ein Drittel mehr. Die Dosierung muss man einfach um 1/3 erhöhen. Also man muss mehr nehmen. Man sollte ja sowieso probieren, erstmal nach oben gehen, wie viel braucht man. Also nicht nach Schema F, sondern nach Bedarf. Dann lassen Sie uns doch gleich mal da nochmal einhaken. Angenommen, ich möchte das Strophanthin einfach nur vorbeugen. Also ich habe jetzt, sag ich mal, gar keine Herzprobleme, jedenfalls keine offensichtlichen, keine fühlbaren. Und möchte aber trotzdem meinem Herzen was Gutes tun und sage, ich möchte mit Strophanthin vielleicht doch mal ein bisschen schon mal was im Vorhinein in Ordnung bringen, wenn man mal das so lax ausdrücken darf. Wie könnte ich dann anfangen, mit welchen Dosierungen einmal am Tag, weiß ich, dann 10 solcher Tropfen, 20 solcher Tropfen? Vielleicht kannst du als Arzt... Das ist eine sehr wichtige Frage und ich beantworte sie gerne. Also es macht Sinn, wenn man irgendwie in einem stressigen Beruf ist oder dass man sich sagt, oh, hoffentlich, mein Vater ist am Herzinfarkt gestorben, mein Großvater ist am Herzinfarkt gestorben, der und der und der, alles ist am Herzinfarkt gestorben. Gibt es ja, so eine richtige Familiengeschichte. Also wenn man Sorge hat oder gar mehr als nur Sorge, bestimmte Werte oder bestimmte Lebensführung, ja, also wer absolut das Rauchen nicht lassen kann und trotzdem ein Couch Potato ist und sich alle Stressoren sich reinlöffelt und er sagt, also wenn ich so weitermache, kriege ich einen Herzinfarkt, ja, was kann ich jetzt dagegen tun? Ja, da kann man was dagegen tun, indem man eben tatsächlich vorbeugend das Strophanthin nimmt. Ich habe sogar mal behauptet, fast jeder Mensch ab 50 hat Vorteile, wenn er das vorbeugend nimmt. Ja, einfach weil er leistungsfähiger ist, weil er ausgeglichener ist und stabiler. Und wie viel sollte er da nehmen? Da gibt es jetzt eben eine interessante Variante, nämlich das homöopathische Strophanthin. Ja, wenn es also nur darum geht, das vegetative Nervensystem zu beruhigen, ein ausgeglichener zu sein, oder eine leichte Herzinsuffizienz oder eine leichte Angina pectoris hat, dann ist also dieses homöopathische, ich nenne es das verdünnte Strophanthin, ja, homöopathisch heißt, es wirkt ja nicht über den Stoff, sondern über Informationen, ja, das hat seinen Sinn. Und ich sage inzwischen jedem, der bei Strophanthin, auch die Schwerkranken, die mit Strophanthin einsteigen wollen, fangen Sie mit dem homöopathischen Strophanthin an. Erstens, Sie kriegen es rezeptfrei. Zweitens, es kostet nicht viel. Drittens, Sie kriegen es von jeder Apotheke um die Ecke. Homöopathisches Strophanthin, einem von den vielen Marken, die es gibt, ist zum Beispiel Stroff Aktiv. Stroff Aktiv. Das F wird mit pH geschrieben. Stroff Aktiv. Okay, ja, möchtest du noch was ergänzen, Joachim? Vielleicht, ja. Ich werde ja auch gefragt, was kann ich machen, ja? Wie wende ich das Strophanthin an? Soll ich das, also wie soll ich es einnehmen? Soll ich es ständig einnehmen? Und dann muss ich eigentlich auf die Individualität eingehen als Allgemeinmediziner und ich muss sagen, gehen Sie nach Gefühl. Wenn Sie im Grunde genommen die Herausforderung an die Organtätigkeit Herz, wenn Sie das erwarten, also wenn Sie Stress erwarten, im weitesten Sinne des Wortes, dann nehmen Sie es ein. Die Homöopathika sind mir als allopathisch weitgehend tätiger, das heißt als die Wirkungsdosen, die biochemischen Wirkungsdosen mehr benutzender Allgemeinmediziner nicht so bekannt, aber ich kann
wenigstens von meinem Verständnis her, Herrn Debusmann bestätigen. Wer überhaupt mit dem Herzen bis dahin noch nichts hatte, sondern nur Bedenken kriegt, wenn das jetzt im Leben so auftaucht und weil man ja also das an jeder Ecke und Kante liest, ja, dass Stress eben letztendlich Herzinfarkte macht, wie kann ich dem vorbeugen, dann wäre die homöopathische Anwendung auch meine Empfehlung, weil der Gesunde ja auch auf die Homöopathie anspricht. Das heißt, die Homöopathie, wer sie begreift, regt den Organismus in seinen vorhandenen Möglichkeiten, ganz allgemein betrachtet, dahingehend an, dass er selber jetzt, wie wir wissen, ja, das Strophanthin-System biologisch entwickelt. Ja? Während man die wirklichen Wirkungsdosierungen, die Allopathika, da ist das Produkt Strodival angesprochen worden, oder die Konzentration 0,6%, 1,2%. Wenn man die nimmt, dann hat man es richtig mit einer biochemischen Wirkung wohl zu tun. Kann man auch einsetzen, da muss man auch nach Gefühl gehen. Aber das bitte in Rücksprache dann mit dem wohlmeinend beratenden Arzt, würde ich sagen, der auch einfach aus seiner Erfahrung schöpft. Aber im Grunde genommen ist der Patient dann auf sein eigenes Gefühl angewiesen. Aber wir können nur dazu raten. Ich habe noch zwei nette Geschichten. Okay. Ich habe noch zwei nette Geschichten. Darf ich die erzählen? Ganz, ganz kleinen Moment, Herr Debusmann. Ich würde ganz gerne die Gelegenheit nutzen, dass wir jetzt mal schnell Herrn Petri mit in die Leitung holen. Dazu müssen wir ganz kurz die Leitung bei Skype unterbrechen und Sie werden in ein paar Sekunden nochmals angerufen, weil ein Kollege die Skype-Leitung übernehmen muss, damit wir das hinbekommen. Ihr könnt im Prinzip jetzt schon mal die Leitung kurz kappen und dann nochmal anrufen. Ich moderiere das, übermoderiere das sozusagen hier ganz schnell. Das heißt, Herr Debusmann, Sie werden gleich nochmal angerufen in wenigen Sekunden, wenn die Leitung weg ist. So, der Anruf ist jetzt sozusagen beendet bei Skype und wir warten jetzt ganz einfach wieder auf unsere Leitung hier und dann denken wir, dass wir den Herrn Petri Herrn Petri, da ist, sind die Jungs schon wieder, dass wir den Herrn Petri auch mit reinbekommen. So, jetzt warten wir mal, bis alle wieder da sind bei uns hier. Hallo? So, Herr Debusmann, Sie hören uns? Ich höre Sie, ja. Perfekt. Gut, dann haben wir Sie schon mal wieder in der Leitung drin. Jetzt warten wir mal kurz ab, bis alle Teilnehmer wieder drin sind hier in unserer Leitung. Da klingelt es schon bei Herrn Petri. Hier ist Petri, hallo. Ja, hallo Herr Petri, hier ist der Michael Grabe vom Kulturstudio. Sie sind jetzt gerade live bei uns in der Sendung. Tatsächlich, nach jetzt live. Sie sind live bei uns jetzt drin. Ich kann es gar nicht kontrollieren im Moment. Ja, Sie müssten den Stream. Sie müssten den Stream vielleicht jetzt ausschalten, beziehungsweise den Ton dort ausschalten, sonst haben Sie eine Verzögerung. Und das irritiert dann vielleicht ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich begrüße Rolf-Jürgen Petri. Die erste Strophantin-Sendung, da habe ich Sie auch gesehen bei unserem Kollegen Joe Konrad, war sehr aufschlussreich und hat mich natürlich auch sehr geflasht. Und freue mich natürlich, dass wir Sie auch natürlich jetzt nochmal begrüßen dürfen in dieser Runde mit Herrn Debusmann und natürlich mit Herrn Dr. Joachim Benin. Ja, wie hat Ihnen bis jetzt die Sendung gefallen? Haben die Kollegen alles richtig gemacht? Ich kann es gar nicht richtig genau beurteilen. Ich habe immer nur alle 10 Sekunden, 1 bis 2 Sekunden gehört. So Phasen, ein Stück habe ich mal gehört, das war mit den Koreasoldaten, ein etwas längeres Stück und dann ist es irgendwie technisch abgestürzt. Ich kann nicht kaum was zu sagen. Mir ist einmal kurz aufgefallen, da ist der Herr Benin nochmal drauf, Dr. Benin nochmal zurückgekommen, auf ganz klar, was er gelernt hat und was er bei jedem sofort kommt. Also die Untersuchungen und dass da Stenosen gibt und Verengungen und wenn es da eine Thrombose gibt, dass dann Gewebe untergeht. Ne? Der Wieland hatte zwar auch schon einiges gesagt dazu, aber da muss man natürlich auch sagen, dass es Untersuchungen gibt, die für die Thrombose erst hinterher kommen. Also wenn man die Zeit, also wenn jetzt ein Mensch kurz nach dem Infarkt verstirbt, dann findet man sehr wenig Thrombosen. Und je länger der Zeitraum wird zwischen dem Herz- und Todeseintritt, wenn er dann daran verstirbt, umso mehr Thrombosen findet man, also häufiger. Und generell muss man aber auch sagen, also ich glaube, Wieland hat wohl auch dieses Arterienetz dargestellt wohl.
ne, dass von Baroldi gefunden wurde. Richtig, von, richtig, ja, das hat man zum Anfang. Gesetz, also dem Präsidenten der Gesellschaft für deutsche Pathologie, der hat ja auch das mit den Thrombosen rausgefunden und auch das Arterien jetzt bestätigt. Und ja, generell muss man natürlich sagen, dass wie der Herzinfarkt entsteht, ist zwar alles interessant, aber relativ beidfragig. Ja, also den Patienten interessiert die Medikation, das ist in dem Fall Trofantin und vielleicht noch anderes. Aber das war ja auch damals auf dem Heidelberger Tribunal, wo der Bertolt Kern niedergemacht wurde, auch da ging es ja fast nur noch um den Herzinfarkt und Widersprüche und hin und her und da wollten sie sich nicht drauf einlassen und dann ist das Trofantin mitverurteilt worden. Ja, also das ist relativ sekundär wichtig, obwohl natürlich hochinteressant. Und das Trofantin kann eigentlich in beiden Erklärungsmodellen, also kann in beiden Erklärungsmodellen seine Wirkung erklären. Also das ist auf jeden Fall das wichtigere Thema. Okay, vielen Dank erstmal, Herr Petri, für das Statement. Schade, dass Sie das nicht so ganz mitverfolgen konnten, aber vieles hat natürlich der Dr. Debusmann auch schon mit ausgeführt. Aber wir waren gerade an dem Punkt, da wollen wir auch noch mal ganz kurz einhaken. Herr Debusmann hatte noch mal zwei Storys zu erzählen, zwei Geschichten. Wir sind nämlich gerade auch noch mal bei der Anwendung. Vielleicht können Sie dann auch natürlich ergänzend dann ins Gespräch kommen zu unseren beiden jetzigen Gästen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Sie hören das ja übers Telefon jetzt mit. Herr Debusmann. Ja, ja. Ich habe zwei nette Storys. Die eine ist auf meiner Homepage, ich weiß jetzt nicht, wie der Arzt hieß, der es dann zu einer Literatur gemacht hat, veröffentlicht hat in irgendeiner Zeitschrift. Jedenfalls hat er einen jungen Mann, der ist total unglücklich. Er ist zum 20. Mal, früher konnte man ja beliebig oft durchfallen, durch den Führerschein gefallen. Zum 20. Mal durchgefallen. Ja. Er sagte, ich kann alles, aber ich bin dann so nervös, dass ich alles falsch mache. Und dann hat der Arzt überlegt, was kann ich denn tun für diesen Mann? Das ist ja grausam, ja, wenn einer so aufgeregt ist, dass er schon zum 20. Mal durch den Führerschein gefallen ist. Und dann hat er gesagt, versuch es doch mal mit Strophantin. Und dann hat er das Strophantin genommen und schon beim nächsten Mal, als dieser junge Mann zu seinem Arzt kam, stand freudestrahlend, ich habe Bestand. Sowas muss zu denken geben. Und auch das Zweite muss zu denken geben, die zweite Geschichte. Ich habe eine Geigerin hier im Symphonieorchester des Coburger Landestheaters, eine Geigerin. Die hat einen Vortrag von mir gehört, als ich hier noch Vorträge gehalten habe. Inzwischen halte ich keine mehr, meine Homepage ist viel effektiver. Die hat gesagt, also ich nehme dieses Strophantin immer vorm Konzert. Immer wenn ich also ein Konzert gebe, nehme ich das Strophantin, dann bin ich so wahnsinnig gut ausgeglichen, dass ich das Konzert wirklich total toll hinlege. Jetzt kam sie vorgestern zu mir und sagte, ich muss sie fragen wegen dem Zahn. Dann sage ich, wie geht's mit Strophantin? Dann sagt sie, ach ja, ich hatte zweimal Burnout. Und dann sage ich, was hatten Sie? Burnout? Sie sind doch Strophantin-Anwenderin. Dann sagt sie, nee, das habe ich immer nur geholt, wenn ich da so akut vom Konzert war. Täglich habe ich das nicht genommen. Und deshalb habe ich ihr gesagt, nehmen Sie es bitte um Gottes Willen täglich. Und das ist auch eine Bitte an alle, die jetzt zuhören. Nehmen Sie es nicht nur in der geringsten Dosierung, sondern nehmen Sie es so dosiert, dass Sie sich sagen, jetzt bin ich im grünen Bereich. Ja? Also als es Strondival noch zu haben war, habe ich jedem gesagt, nehmen Sie dreimal am Tag zwei Kapseln, das sind dreimal am Tag 6 Milligramm, das entspricht den jetzigen Tropfen, der G-Strophantin-Tinktur sind das dreimal am Tag 20 Tropfen. Ja. Nehmen Sie dreimal, dann sind Sie, wenn Sie ganz plötzlich in ein schlechtes Wetter kommen, die Frau war hässlich zu Ihnen, Sie sind gehetzt auf den Bus und haben auch noch einen Chef, der Ihnen was abverlangt. Also wenn plötzlich viele Stressoren auf Sie zukommen, dann ist nämlich möglicherweise dieses Mindest, was Sie Ihrem Körper geben, an Strophantin zu wenig. Also man sollte nicht so wenig wie möglich geben, sondern ordentlich. Das ist mein Statement.
Was heißt dann ordentlich? Das wären für Sie welche Dosierung? Kann ordentlich, man das in Milligramm also, ausdrücken oder in Tropfen? Dreimal am Tag 20 Tropfen Gestrophanthen. Dreimal am Tag 20 Tropfen, aber einschleichen. Wir reden jetzt von 0,6 oder 1,2%ig? 0,6. Bei 1,2 ist es die Hälfte. Da brauchen Sie keine 20 Tropfen, da also nimmt man, glaube ich, 12 Tropfen oder 14 Tropfen. Okay. Aber auch das ist kein Dogma, ja? Das probiert man an sich aus. Ja? Ich habe eine Patientin, gut, die. Gut, dass Sie das dazu Tropfen, sagen. drei Tropfen täglich und sagt, damit fühle ich mich wohl. Gut, und dass Sie das. Ja, gut, dass Sie das sagen, dass es kein Dogma ist, ja. Ich glaube, vielleicht kann ich ergänzen, Herr Diebusmann. Ja, wir haben es eigentlich dann, wenn wir haben ja das Glück, dass wir jeden Patienten einzeln haben und ihn auch beraten können, wenn wir das Prinzip erkennen. Es kommt hier so zwischenzeitlich durch. Was macht der Stress? Der Stress erschöpft biologisch, ja, auf allen Ebenen bis in den, wie ich das nannte, submolekularen Bereich hinein. Und dort greift im Grunde genommen Strophanthin ein und kann Hervorragendes bewirken, weil es uns wahrscheinlich selber aus der eigenen Produktion erschöpftermaßen gar nicht mehr so zur Verfügung gebracht werden kann. Ja, deswegen wenden wir es dann von außen an. Aber wir brauchen dazu den Verstand für unsere Situation. Das heißt, der Patient braucht den Verstand für seine Stresssituation, wann sie entsteht, wie sie entsteht, wie sie auf ihn wirkt. Er braucht also das, was man auch gemeinhin als Instinkt nennt. Das muss entwickelt werden. Da haben wir also das breite Feld der Aufgabe des eigentlichen Arztes. Und das ist die beratende Tätigkeit. Dann kann man auch ja wirklich auch über das Dosieren sprechen. Wenn man angewiesen ist, in die Ferne zu wirken oder aber, sagen wir mal, Knall auf Fall etwas überhastet zu wirken, dann neigt man dazu, sich auf Dosierungen festzulegen, die aber eigentlich nur Richtschnur sein können. Ja, ich will es ein bisschen mildern. Sie haben gesagt, ich mache hier kein Dogma oder es ist kein Dogma. Aber ich möchte noch was sagen mit dem Stress. Stress ist etwas Lebendiges. Stress ist etwas Gutes. Stress belebt uns. Stress bringt uns voran. Es ist ja lediglich, dass dieser Stressbegriff falsch angewendet wird. Der müsste eigentlich Eustress heißen. Was uns kaputt macht, ist der Dysstress. Und der ist definiert als ein chronischer Stress. Und ein chronischer Stress, der macht krank. Ja, und ich nenne mich zum Beispiel Stophantin, das Insulin des Herzens. Das Insulin des Herzens. Es gibt nämlich ein paar Parallelen, wenn die Bauchspeicheldrüse, die langerhanschen Inseln, erschöpft sind, oder? Wenn durch chronischen Stress diese Strophantin bildenden Zellen in der Nebennierenrinde erschöpft sind, ja, dann ist eben nicht genügend da für den augenblicklichen Überstress, Dysstress, ja, weil es eben erschöpft ist. Und dann muss eben dieses, wir nennen das substituieren, das heißt also, es muss eben künstlich gegeben werden. Weil ich werde oft gefragt, muss ich denn das jetzt lebenslang nehmen? Ja, ein Diabetiker muss auch lebenslang sein Insulin nehmen. Und einer, der eben chronisch stresskrank ist, muss sehen, dass er auf vielen Wegen, also Stärkung des Systems durch Sport, ja, die Herz-Rat-Variabilität wird da verbessert und vieles andere, dass er also sich aufbaut, eine Kur, ja, zum Beispiel, aber eben auch das, was das in Stresssituationen, was das wohl nicht mehr genügend Strophantin gebildet wird, dass er das eben dauernd zu sich nimmt. Mhm. Man muss aber auch natürlich bei dem Stress, den Sie erwähnen, ist natürlich der eine Stress, aber man muss leider heutzutage eigentlich auch die physikalischen Stressoren darf man nicht außer Acht lassen. Das heißt, wir sind umgeben von ja, Mobilfunk, UMTS, von WLAN. Das sind alles Faktoren, die auch die Zelle stressen und den Organismus stressen. Und diese Faktoren haben natürlich in den letzten 10 Jahren immens zugenommen.
Dementsprechend gibt es auch ja eine höhere Schlaganfallrate schon bei Jugendlichen, selbst bei Kindern. Herzinfarkte nehmen dadurch auch immer mehr zu. Also diesen Faktor darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass diese physikalischen Stressoren, so bezeichnet man das eigentlich, natürlich auch immens zugenommen haben, wogegen es natürlich auch mittlerweile Strategien gibt, aber das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Also wenn ich eine Doktorarbeit schreiben müsste, was für Stressoren es gibt, dann könnte ich vielleicht auf 50 Stressoren kommen. Und die Sie genannt haben, sind sehr harte Stressoren. Und der Dr. Bertolt Kern zum Beispiel hat überlegt, ja, also jetzt in den letzten Jahren sind also die Herzinfarkte, also über lange Jahre war es gleich, nämlich fast überhaupt nicht, und dann plötzlich exponentiell ist das angestiegen, ja. Und was ist denn auch genauso exponentiell angestiegen? Und das war eben Elektrosmog. Ja? Mhm. Es gibt sehr gute Dossiers auch schon von Professor Karl Hecht. Das war der Chef der Akademie der Wissenschaften der DDR, der zusammen mit einem Kollegen von mir auch gearbeitet hat, mehrere Patente gemacht hat. Der hat Anfang der 90er schon vernichtende Dossiers über Mobilfunk und deren Auswirkungen auf die Gesundheit, auf das Nervensystem, auf die Zelle und so weiter, auf den Zellstoffwechsel und so weiter dort geschrieben. Die kann man auch alle finden im Internet. Unter Wikipedia Professor Karl Hecht findet man auch unter seinem Wikipedia-Eintrag einige Dossiers von ihm, wo das auch nochmal ganz klar sehr schön wissenschaftlich aufgeführt ist. Ich hatte in meinem Haus schon mehrere Baubiologen und mehrere Wünschelrutengänger und habe überall so solche Abwehr, kleinen Abwehrsysteme. Ja, ich versuche mich so gut zu schützen, wie geht. Aber wichtiger ist, dass wir unser System stärken. Nicht nur schützen, ja, auch gegen Bakterien, sondern unser System stärken, ja, damit es damit fertig wird. Mhm. Und ein Hilfsmittel ist eben zum Beispiel Sport und mentales Training, aber eben auch Stoffantin. Keine Frage. Aber lassen Sie uns noch mal kurz die Frage von vorhin noch mal aufgreifen. Dosierung hatten wir jetzt schon durch. Nebenwirkungen sind bis auf diese Durchfallerscheinung, die es geben kann, die einzig bekannten. Gibt es denn auch Gegenanzeigen oder Gegenwirkungen mit anderen Substanzen? Darauf sind wir, glaube ich, noch gar nicht eingegangen. Ist da was bekannt, dass man das vielleicht mit dem Stoff nicht einnehmen sollte oder so? Also ich habe es jetzt nicht vorliegen, aber ich kann Ihnen Folgendes erzählen. Als ich zum ersten Mal die Firma Meda kontaktiert habe, dann wussten die gar nicht, dass sie ein Stoffantin-Präparat haben in ihrem Programm. Das wussten sie gar nicht. Der dortige medizinische Berater, Dr. Libertus, sagte, was, wir haben Stoffantin? Weiß ich nicht. Das ist nur ein Schlaglicht über deren Interesse. Und dann habe ich aber auf der Internetseite dieser Firma Meda habe ich tatsächlich eine Fachinformation für Ärzte gefunden über Struvival. Und die war hochinteressant. Ich werde es auch wieder veröffentlichen. Ich wurde, als es Struvival noch gab, von der Regierung von Oberfranken aufgefordert, hätte gegen das Heilmittelgesetz verstoßen, indem ich also Reklame mache und etwas zugänglich mache dem einfachen Publikum, was nur dem Fachpublikum vorenthalten sei. Allein wie ich das jetzt schon ausspreche, da merken Sie, dass ich das empörend finde, dass man irgendjemandem irgendwas vorenthält, nämlich Fachinformationen. Also in dieser Fachinformation für Ärzte über das Präparat Struvival, das heißt also das damals noch erhältige, wunderbare Stoffantin-Präparat, standen 20 härteste Nebenwirkungen. 20, noch mehr, einschließlich Zähnen, die also Schmerzen oder bei Paralontose nicht anwendbar oder so. Also Quatsch. Also jedenfalls auch Kalium und also Spiegel und also ich kann es hier nicht wiederholen, es ist mir ein Gräuel. Aber unter dem Punkt 9 Nebenwirkungen stand ganz lapidar keine, oder den Punkt 8 stand keine, und unter dem Punkt Wechselwirkungen stand auch ganz lapidar keine. So einfach ist es. Ich habe eben ja schon vorgelesen aus dem Buch Lehrbuch der inneren Medizin vom Herrn
Ludwig Heilmeier aus Freiburg 1960. Ja. Eine eigentliche Kontraindikation gegen Strophantin gibt es nicht. Punkt. Aber es gibt sehr viel mehr Indikationen und da möchte ich darauf hinweisen. Und da ist auf meiner Homepage hat einer dieser meiner wunderbaren Strophantinärzte auf meiner Liste, hat mal so mit der linken Hand die Indikationsliste aufgeschrieben und da steht in meiner Homepage strophantus.de unter Indikation steht eine solche erweiterte Liste von einem Arzt, die ist also wunderbar. Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen ja mal vorlesen. Mhm. Gut, darf ich noch ergänzen? Ja. Strophantin hätte keine Nebenwirkungen, erklärt sich eigentlich auch schon aus dem Verstand, wenn der Organismus es selber herstellt. Genau. In der Nebenniere, ja, ist grob gesagt als, sagen wir mal, als Waagehalter, als Gegenspieler des Stresssystems mit Adrenalin, Noradrenalin und diesen Hormonen, die durch diese Hormone auch repräsentiert werden, die auch in der Nebenniere hergestellt werden. Wenn es als solches fungiert in der Natur, kann es keine Nebenwirkungen haben. Aber es hat schon Nebenwirkungen, wenn es überdosiert wird. Ich möchte den Gesichtspunkt der Überdosis reinbringen. Ja, ja. Den haben Sie vorhin selbst erwähnt. Ja, das ist diese Geschichte mit dem Pfeilgift oder so. Nicht? Da müssen wir schon ein bisschen den Leuten das erläutern. Nicht? Die Überdosierung ist wahrscheinlich die, die zum Herzstillstand führt. Ja, und dadurch das Beutetier erlegt. Ja. Nicht? Also das muss man schon erwähnen, überdosieren sollte man es nicht, man kann sich damit umbringen, es gilt wirklich der alte Grundsatz der Lateiner, ja, die Dosis macht die Wirkung, wir sollten es erwähnen. Ja? Deswegen kann ich auch noch was ergänzen. Ja, bitte. Die beiden Anwendungsformen oral, also über den Mund, ob man jetzt das im Mund zergehen lässt, so wie nitrolingual, oder ob man es schluckt, also oral über den Mund oder eben parenteral, das heißt in den Kreislauf über intravenöse Spritze, die unterscheiden sich sehr. Wenn man intravenös, wo man normalerweise ein Viertel Milligramm gibt, wenn man da also vierfach gibt, ein ganzes Milligramm, hat man bereits eine Nebenwirkung in Form von Kreislauf. Und mit 2 Milligramm ist man tot. Oral, wenn Sie das vierfach erhöhen, hat das überhaupt nichts. Wenn Sie es hundertfach erhöhen, ist es immer noch nichts. Und es hat mal jemand versucht, sich umzubringen mit der 300-fachen Dosis. Und er war natürlich dann auch öfter intensiv, aber er konnte sich nicht umbringen. Also, das nennt man die therapeutische Breite. Die therapeutische Breite bei der oralen Anwendung ist sehr breit. Man kann nichts falsch machen, wenn Sie eine ganze Flasche Strophantin runterkippen, ja, dann haben Sie ein Kreislaufproblem. Ja, Sie schwitzen und Sie kriegen eine Tachykardie, also einen hohen Puls. Aber Sie sterben nicht dran. Während wenn Sie auch nur das Vierfache sich spritzen der üblichen Dosis, ja, dann haben Sie bereits schon wahrscheinlich möglicherweise einen Todesfall. Ja, da vielleicht kann Herr Petri noch mal was dazu sagen. Er hat da, glaube ich, da auch einige Ausführungen dazu gemacht, zu der Überdosierung. Ja, ich höre auch gerne zu. Ihr macht das schon richtig toll. Es gibt auch sogar Versuche, wo 1 Milligramm gegeben wurde in dem Versuch. Da kommt es dann auch auf die Injektionsgeschwindigkeit an. Wenn man das sehr schnell reingibt, dann kriegt man die Probleme, wenn das langsamer, das war da, glaube ich, in 10 Minuten, das ist ja fast wie eine Infusion, da hatte das sogar den Blutdruck gesenkt und so, hatte immer noch eine positive Wirkung. Aber da ist es wahr, da kann man schon intravenös schon was falsch machen. Und oral, ich hatte der Faktor 100 nicht ein bisschen hoch ist, dass da keine Probleme kommen, aber man, wie gesagt, man würde es merken, wenn man, also mit leichteren Symptomen, da kriegt man schon die Grenze gesetzt, ohne dass es gefährlich wird. Also da kann man wirklich drauf los probieren, auch selbst als Patient. Und vor allem schon mal vorweggegriffen, oder wurde schon gesagt, ich weiß nicht, ganz langsam anfangen. Meinetwegen, wer empfindlich ist mit dem Darm und Nebenwirkungen hat in Form von weichem Stuhl oder sogar Durchfall oder was anderes, also ganz auf null, erstmal ein paar Tage sich erholen lassen und dann mit ganz, ganz wenig anfangen. Aber
Das würdest du auch noch sagen, Wieland, ne? Oder hast du schon... Naja, unbedingt, unbedingt. Wenn einer Durchfall hat, muss er erstmal wieder den Darm völlig wiederherstellen, in der Karenzzeit von einer Woche und dann wieder neu mit ganz wenig anfangen. Und auch dein Hinweis bei der intravenösen Injektion, wenn man das also zu schnell macht, ist das genauso, als hätte man zu viel. Völlig richtig, aber das sind Details. Darf ich die Herren was fragen? Sie sprechen von der intravenösen Gabe. Gibt es Produkte, die gibt es Strophantin überhaupt noch in Lösungsform, die man parenteral, also intravenös, also in den Kreislauf selbst hineingibt? Soweit ich wüsste nicht, ja, die Präparate gibt es noch. Gibt es. Doch, gibt stimmt, es, ja, ja, stimmt, ja. Die Apotheker. Auf bitte stellt sie es her, ja. Ja, ja. Also es wird verwendet, es gibt auch noch einige Ärzte, die es verwenden, intravenös. Ja. Auch auf meiner Liste gibt es einige. Ich würde eigentlich begrüßen, wenn alle Ärzte es erstmal intravenös geben würden, dann würden sie zum Beispiel eine Kur machen, hätten den Patienten 10-mal bei sich oder 5-mal, können dann auch sehen, wie er reagiert, können immer wieder mal reden mit ihm. Das, was eben der Herr Benin meinte, diese individuelle Beratung würde da viel besser funktionieren. Ja, also das Intravenöse hat für den Anfang einen außerdem gibt es keinen Durchfall, es ist hundertprozentig wirksam, es kann auch niemand sagen, es würde nicht resorbiert. Der Resorptionsstreit hat nämlich dem Strophantin sehr stark geschadet. Ja, es wurde also behauptet, es sei Einbildung, ja, weil ja gar nichts resorbiert würde, wenn man es im Mund hat. Also dieses Intravenöse ist eine Form, die hoffentlich wiederkommt. Ja, komischerweise, der Rolf-Jürgen weiß da mehr, die Wiederzulassung des Strophantins wurde also probeweise das Orale, das eigentlich was angeblich nicht resorbiert wird, wurde probeweise nochmal für eine längere Zeit zugelassen, nachzugelassen, aber das wirklich hundertprozentig von jedem gewusste intravenöse Strophantin, das wurde nicht mehr zugelassen. Der Rolf-Jürgen hat das genannt, naja, wir mussten einfach Zugeständnisse machen, um dieses normale Strodibal-MR, um das wenigstens eine Zeit lang zu retten, haben wir gesagt, naja, wenn also ihr dann das andere, was sowieso nur noch ganz wenig verwendet wird, das Intravenöse, wenn ihr das streicht, sind wir halt mit einverstanden. Dann haben sie eben, hat jeder eine Win-Win-Situation gehabt. Aber es war der größte Quatsch, dass das eigentlich Wirksame, das Intravenöse, nicht mehr zugelassen worden ist. Ja. Ach, naja. Dann lassen Sie uns nochmal einen weiteren wichtigen Punkt auch für, denke ich mal, unsere Zuhörer besprechen. Ich finde jetzt einen Arzt, der sich mit Strophantin auskennt, der bereit ist, mich dabei zu begleiten. Jetzt habe ich ein Strophantin-Rezept. Wo kann ich damit hingehen? Ich kann bestimmt nicht in die Apotheke um die Ecke gehen, das auf den Tisch legen, auf den Tresen legen und sagen, ich hätte gern hier mal die und die Strophantin-Tinktur. Also wie schwierig oder welche Möglichkeiten habe ich oder wie schwierig ist es generell an Strophantin überhaupt heranzukommen heutzutage? Beziehungsweise wo liegen Bezugsquellen für dieses Strophantin? Also man könnte sagen, es ist einerseits sehr leicht, weil jede Apotheke um die Ecke kann es liefern. Es ist aber andererseits auch sehr schwer, weil diese Apotheke müsste auch eine größere Menge bei zum Beispiel der Firma Marus abnehmen und der kann aber, hat aber nur einen Patienten und dann wird er sagen, nee, also das lohnt sich nicht für mich. Wenn also jetzt dieser Patient sagt, aber ich habe noch 20 Freunde, wir sind eine ganze Herzgruppe und wir kommen alle zu Ihnen, dann wird er also das bei Marus bestellen, da kann also jede Apotheke kann das liefern. Marus liefert an jede Apotheke. Aber es gibt eben vier Standardapotheken, die eben in allen Darreichungsformen Firmen sind. Und wenn das eine nicht da ist, dann gibt er eben das andere und ruft an und berät. Ja, das ist also in Ellwangen die Marktapotheke von Jens Bowing. Das ist in Koblenz die Schlossapotheke von Dr. Eichele. Das ist in Aulendorf auch Schlossapotheke von Michael Stadler. Also die können immer weiterhelfen. Und wenn man gar nicht zurechtkommt... Im Norden nicht zu vergessen die Margaretenapotheke in Hamburg. Lurup, ja? Also das ist nur eine Apotheke, die sich eben... Wir haben in Hamburg drei Strophantinärzte.
Und die sind sehr aktiv. Ja? Und ich möchte zum Beispiel auf die Homepage von Knut Sroka hinweisen. Knut Sroka hat eine wunderbare Homepage gemacht und übrigens der Rolf-Jürgen Petri auch. Aber Knut Sroka ist sowas wie ein praktischer Arzt und Wissenschaftler. Ich hatte gestern schon dem Herrn Benin gesagt, also schauen Sie sich mal dessen Homepage an. Da haben Sie die neuesten Informationen und Ideen, auch was den Herzinfarkt angeht. Die Margaretenapotheke ist zum Beispiel auch dem Dr. Gräubner in Garmisch-Partenkirchen seine Apotheke. Die Bahnhofsapotheke ist ähnlich wie die Margaretenapotheke. Die sind eingestellt, ja, die haben Vorrat. Da muss man nicht nur einflächeln, der muss nicht nur einflächeln, der kauft das kanisterweise. Ja, wie lang? Ja? Ja, Rolf-Jürgen? Haben wir ihn jetzt verloren, Herrn Petri? Wahrscheinlich hat er diesen 10 Sekunden Nachhall. Ich schaue mal ganz kurz. Also, wenn man sich an diesen Strophantin-Arzt auf meiner Liste, Menüpunkt durch wen erhältlich, wendet, dann sind das wirklich Urgesteine. Die wissen, um was es geht. Die haben Strophantin im Mittelpunkt ihres ärztlichen Denkens, aber jede Art hat auch sowas wie ein noch rundherum Konzept. Ja? Strophantin ist ja nicht das Einzige, was ein Arzt verwendet. Ja? Auch der Dr. Kern hat eine ganze Palette von interessanten Zusatzmaßnahmen noch eingesetzt, aber er hat immer gesagt, Strophantin, das ist das Wichtigste. Okay, Herrn Petri haben wir gerade verloren. Wir holen ihn gerade noch mal rein per Telefon. Da ist die Leitung wahrscheinlich jetzt abgestürzt. Mal schauen, dass wir ihn gleich noch mal reinbekommen. Wir sind immer noch beim Beschaffungsthema. Ja. Ne? Vielleicht kannst du noch mal, wenn du möchtest. Gut, vielleicht kann ich da ergänzen. Wir sind beim Beschaffungsthema, beziehungsweise wie kommt ein eingedachter und auch gesonnener und überzeugter Patient dann, wie kommt er an das Medikament heran, was ja so verfügbar ist, wenngleich es nicht gleich um die nächstbeste Ecke zu bekommen ist, weil die Apotheken, die es zwar alle beschaffen können müssten, es vielleicht nicht wollen, weil sie noch gar nicht wieder eingedacht sind und weil sie auch zum Teil gar nicht Bescheid wissen, noch nicht wieder Bescheid wissen, obwohl sie damit gleich, genauso auch wie die Ärzte, sogar gegen die ständige Rechtsprechung, sich kundig zu halten auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und dazu gehört eigentlich alles das, was offenkundig ist, auch im Internet. Und Sie haben ja also auch auf die Internetseiten der bereits mit Strophantin behandelnden Ärzte hingewiesen. Sowas muss eigentlich streng juristisch gekannt werden, also muss auch darüber beraten werden, also muss auch darüber Auskunft gegeben werden und es muss auch geliefert werden können. Verboten ist es jedenfalls meines Wissens nicht. Wie stellt man es nun an? Wenn ich die Frage so einfach in den Raum stelle und vielleicht übergebe ich erstmal an den größer Erfahrenen wieder, an Herrn Debusmann, vielleicht sagen Sie was, wie man es anstellt. Naja, auf meiner Homepage steht alles, da steht der behandelnde Arzt, der beratende Arzt und direkt drunter, noch ein bisschen runterscrollen, alle Apotheken, denen man das Rezept liefern kann. Die meisten machen es so, dass sie das Rezept gleich an die Apotheke weitergeben und die Apotheke dem Patienten das Zeug dann schon liefert. Ja, Herr Petri ist auch wieder mit dabei. Den können wir gleich auch nochmal fragen. Er wollte ja gerade auch ausführen, da ist die Leitung irgendwie abgebrochen zum Thema Beschaffung. Herr Petri, sind Sie jetzt da? Nee, hat anscheinend doch nicht geklappt. Okay, gut. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind, ich weiß, Joachim, du hast in deiner Praxis, gibst du auch immer gleich eine Adresse mit, wo man das bestellen kann. Das ist, glaube ich, die Schlossapotheke, die eine, und ich glaube, die Hamburger Apotheke, die du gerade erwähnt hast. Ja, ich handhabe das so, dass ich die Adressen gleich mitgebe, denn es geht im Versandverfahren einfacher, als eine Apotheke in der Nachbarschaft zu gewinnen, dann auch über diese Wege zu gehen. Allemal, wenn die Apothekenangestellten bzw. die Apotheker gar nicht eingedacht sind und sich innerlich sperren, das zu tun. Ja,
Ich empfehle dann die Schlossapotheke in, nein, die Margaretenapotheke in Hamburg hier, also auch für uns im Norden Mecklenburgs, Vorpommerns in der Nähe. Aber auch die Schlossapotheke in Koblenz kenne ich, mit denen habe ich auch telefoniert und mit den Ellwangern habe ich auch, da gibt es ja wohl 5 oder 6 Filialen in Ellwang. Jetzt bin ich ganz entzückt wieder, dass es sogar noch mehr gibt. Nicht? Ich werde mich also kundig machen, dass ich da die Leute entsprechend beraten kann. Ja? Ich hätte nachher vielleicht ganz so... Vielleicht aber wir haben ja auch Österreich. Ich muss unbedingt was eingreifen, weil ich es vergesse. Wir haben ja österreichische Zuhörer. In Österreich gibt es in Wien eine Apotheke Maria Hilf. Die liefert Strophantin-Kapseln. Die in Österreich hergestellt sind von einer Dame, von einer Pharmazeutin. Ich habe jetzt den Namen nicht drauf. Das kommt jetzt auch in der nächsten Woche auf meine Homepage. Die habe ich nämlich schon länger gekannt, aber jetzt durch meinen Umzug bin ich wieder auf das Flächliche gestoßen also in Wien wird es, in Wien gibt es, in Österreich gibt es aber auch 2 Ärzte, die Strophantin beraten und verschreiben. Und in der Schweiz auch. Steht auch unterhalb der Ärzte in meiner Homepage. Muss runterscrollen. Okay, ich glaube, so jetzt ist Herr Petri, glaube ich, wieder zurück. Herr Petri, Sie hören uns? Ja, ich höre Sie jetzt wieder gut. Und weiß nicht, ob das auf deiner Homepage steht, die Wettstein-Apotheke in Basel für die Schweiz, die macht auch so eine Urting-Tour. Nee, steht nicht drauf. Wie heißt die? Habe ich versäumt, dich zu informieren, glaube ich. Ne? Tut mir leid. Wettstein-Apotheke. Ach, du schreibst mir eine Mail, dann habe ich es. Ich schreibe das per E-Mail, genau. Ansonsten, wie gesagt, nochmal, alle Apotheken und Ärzte sind natürlich auch auf strophantus.de auf ihrer Homepage, Herr Debusmann, zusammengefasst. Also da kann man sich natürlich dann auch umfangreich informieren. Nun haben wir natürlich sehr lange über diesen wunderbaren Stoff Strophantin gesprochen. Da stellt sich doch eigentlich auch die Frage, bei den zunehmenden Problematiken mit Herzkrankheiten, was wir ja auch schon ein bisschen erläutert hatten, und der zunehmenden Zahl an Herzinfarkten, warum wird dieses Medikament eigentlich verdrängt? Also was kann der Grund dafür sein? Ich meine, wie ist dann auch in diesem Zusammenhang die Medienberichterstattung zu Strophantin? Ich meine, das, was hier gesagt wird, das, was viele Tausende, zigtausende von Anwender berichten, was auch in wirklich wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wurde und nicht einfach von irgendwelchen, sagen wir mal, wie sagt man so schön, Pseudowissenschaftlern, warum wird das so ignoriert? Warum findet das keine Plattform? Jürgen, jetzt bist du dran. Ja, okay. Also ich würde sagen, es gibt da auf jeden Fall 2 Faktoren. Einmal knallhart Business. Das Zeug ist einfach zu gut, hat keine Nebenwirkungen. Also jedenfalls keine richtigen, wenn es mal im Körper ist. Könnte viele oder fast alle oder alle Medikamente verdrängen, also ersetzen, viele Operationen einsparen. Und an einem gelösten Problem kann man nicht verdienen. Und das Zweite sind einfach so, so Mainstream halt. Man ordnet sich unter, obwohl das auch ja gesteuert wird, ne, von der Pharmaindustrie, über die Universitäten, welche Professoren, was wird gelehrt, was ist Tabu. Und also ich hatte mal gehört von einem Professor, der bei einem kalten Buffet angesprochen wurde, also ein Arzt hat mir das berichtet. Der hatte also in einer Unistadt direkt 2 Institute geleitet und er meinte, 8 Strophantin. Und hat schon die Stimme gesenkt so ein bisschen, guckt sich um und sagte zu dem Arzt, das ist ein hervorragendes Medikament, aber wenn ich das erwähnen würde, ich wäre sofort weg vom Fenster. Meinte, ne? Also das ist auch, weißt du, so Mainstream, die Leute, Ärzte kennen es nicht, die machen es nicht und Das ist natürlich eine Sache, die
Also diese Problematik habe ich. Ich sag mal, unser Publikum ist relativ aufgeklärt in vielen Sachen und relativ undogmatisch in vielen Sachen. Also die wissen schon, wie natürlich gewisse Systeme funktionieren oder haben erkannt natürlich, dass hier vieles im Argen ist auf vielen Gebieten, gerade auch im Gesundheitswesen. Aber es gibt natürlich auch gerade die Argumente, die einem dann entgegenschleudern, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass die Leute sagen, wenn das so stimmen würde, was du erzählst, das wäre doch ein Milliardengeschäft. Ja, also diese Argumente, dass wenn es so ein Mittel geben würde, was so viele Leute heilen würde, das wäre ein Milliardengeschäft. Aber genau dieses Argument funktioniert halt in unserem Wirtschaftssystem nicht, weil ich sage dann zum Beispiel, wenn du ein Schuhmacher bist, wovon lebst du? Von heilen Schuhen oder von kaputten? Ja? Das ist natürlich, was ist einträglicher. Und das können sich aber viele gar nicht vorstellen, dass diese Mechanismen tatsächlich so ablaufen. Ich hätte da noch mal eine Frage. Ja, genau. Und zwar... gibt es da irgendwelche Zahlen, was ein Arzt oder was die Pharma generell an einem Herzpatienten mit Herzinfarktrisiko oder Herzinfarktgeschehen verdient? Da kann vielleicht der Joachim drauf antworten. Ja, ich habe eingeschaltet. Ich bin lizenzierter Kassenarzt für gesetzliche Krankenkassen nach wie vor. Es gibt mit Sicherheit diese Zahlen. Es muss sie geben. Ich kenne sie nicht, definitiv. Ich müsste mich wirklich vertiefen. Ich wüsste allerdings im Moment nicht, wo. Das ist aber nicht das Thema. Es gibt aber eine Erscheinung und diese Erscheinung ist eine Größe und die heißt Gesundheitsökonomie. Die Gesundheitsökonomie ist ein Zweig in der Gesundheitswirtschaft, die eine Größe praktisch in der Gesamtwirtschaft der modernen Staaten spielt. Ich beziehe mich hier auf Deutschland. Ich bin auf diesen Ausdruck Gesundheitsökonomie in den letzten Jahren wiederholt gestoßen. Also die wissen mit Sicherheit Bescheid, ja, was, wie, in welchen Größenordnungen verdient wird und wo die Mechanismen sind, beziehungsweise die Hebel, wie man über die Preispolitik und so weiter rangeht. Ich bin nicht Wirtschaftler. Ich kann da nur also mit relativ groben Vorstellungen jetzt so ran, aber ich kann es mal so andienen. Ich will Ihnen mal einfach eine dieser Veröffentlichungen, damit Sie auch einen Bezug haben, einfach mal zu Gemüte führen, wenn ich das darf. Es ist ganz kurz, es ist nur ein kleiner Artikel. Da kommt es jedenfalls vor. Es ist eine Veröffentlichung aus dem Deutschen Ärzteblatt vom 6. November 2009. Das ist also mittlerweile 4 Jahre her. Es war ein recht bescheidener kleiner Beitrag von einem Journalisten des Deutschen Ärzteblattes, Norbert Jacherz. Ja, und der schrieb zu einer Veranstaltung, die in Berlin seinerzeit stattgefunden hat, folgenden kleinen Kommentar. Mehr Wettbewerb, intensives Marketing der Leistungsanbieter, Abkehr vom Sachleistungssystem, so stellt sich die Deutsche Bank nach den Worten ihres Chefvolkswirts Professor Norbert Walter das künftige deutsche Gesundheitswesen vor, das sie als Gesundheitsmarkt begreift. Walter sprach am 29. Oktober 2009 in Berlin vor namhaften Vertretern der Leistungsanbieter, der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung und der Gesundheitsökonomie. Er rief dazu auf, den neuen Bundesgesundheitsminister Dr. Med. Philipp Rösler, FDP, zu unterstützen und setzte sich für das von der FDP, zeitweise auch von Teilen der Union vertretene Modell der Kopfprämie, in Klammern Anführungsstrichen, das falsche Wort für ein gutes Konzept, ein. Dr. Joachim Kate von der Beratungsfirma Roland Berger empfahl den Leistungsanbietern, den sogenannten zweiten Markt als Geldquelle zu nutzen und unter anderem mittels Prävention abzuschöpfen. Von den 280 Milliarden, die der Gesundheitsmarkt ausmacht, fließen bereits 60 Milliarden pro Jahr in dieses Segment. 16 weitere Milliarden könnten, folgt man Karte, mobilisiert werden. Das war jetzt Originaltext, ja, zur Gänze. Man kommt da rein, ich kann das liefern, www.ärzteblatt.de und sucht sich die entsprechende Information vielleicht noch heraus. Wer es nicht findet, kann das bei mir abfragen. Ich fand diesen Originaltext ausgesprochen aufschlussreich, komme hier jetzt in diesem Zusammenhang nur darauf, über das Wort Gesundheitsökonomie, weil die Fragestellung war, wie läuft das, gibt es Zahlen, das, ja? Diese Zahlen sind in diesen Strukturen sicherlich sehr bekannt und Gegenstand
der alltäglichen Berufsausübung der Gesundheitsökonomen beispielsweise. Das wäre es erstmal dazu. Ja, es ist. Kannst du was sagen? Bitte? Thea Bußmann, darf ich was dazu sagen? Ja, bitte schön. Ja, also wir sind gerne bereit, sozusagen die Verantwortung für irgendeine Fehlentwicklung denen da oben anzulasten. Mit dem Herrn Grabe hatte ich heute auch ein ähnliches Gespräch schon. Ich bin kein Wahnsinnsvertreter von Verschwörungen, sondern ich habe glaube, dass es ein kleines Argument gibt, dass auch wir an dieser Fehlentwicklung sowohl im Ernährungssektor als auch im Gesundheitssektor schuldig oder zumindest mitschuldig sind. Wir haben das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo von heute auf morgen der Fortschritt voranschreitet. Weil wir sehen es ja in der Technik, am Auto, am Internet, alles ist unglaublich weiterentwickelt. Ja? Also muss, was also beworben wird mit einem hohen Aufwand, wie zum Beispiel Medikamente mit pseudowissenschaftlichen Untersuchungen, die ich Pseudo nenne, weil sie nämlich absolut nicht wirklich aussagekräftig sind und sehr häufig Medikamente nach einigen Jahren dann durch andere Untersuchungen als schädlich eingestuft werden. Also sie werden als Fortschritt, die Medikamente, die uns überschwemmen, als Fortschritt verkauft und wir greifen nach Fortschritt. Wir fordern Fortschritt. Ja, so was Altes, so eine alte Oma wie Stoffantin, was soll denn das? Ja, das ist doch von vorgestern. Mein eigener Schwiegersohn ist Kardiologe und macht jeden Tag Stents und er sagt, wir machen doch nicht mehr Petroleum in unseren Häusern. Ja, Stoffantin kann ja schon wirken und Petroleum macht ja auch hell, aber es gibt doch viel Besseres als Petroleum. Wir heute haben doch mit Fortschritt und neue Methoden und wir sind doch jetzt viel besser. Und daran glauben wir und deshalb greifen wir sowohl die Ärzte als auch die Patienten zu diesen angeblich fortschrittlichen Medikamenten. Ja? Und deshalb die Chance besteht darin, dass wir eben zum Beispiel durch so eine Sendung wie diese hier einen kritischen Patienten, einen aufgeklärten Patienten, einen wissenden Patienten, der in Augenhöhe mit dem Patienten, mit dem Arzt redet. Und deshalb habe ich zum Beispiel meine Homepage gemacht und auch in einem normalen Deutsch, dass ich sage, ich will sowas Ähnliches machen wie den arabischen Frühling mit meiner Homepage. Nämlich unten, von der Straße her, von den Leuten, die unzufrieden sind, die in Opposition sind zur Kardiologie, die nicht die Lebensqualität haben, die merken, dass sie müde sind, ja, dass sie impotent sind, dass sie vielfältige andere Nebenwirkungen haben. Leider sind es ja nur 20% der Patienten, die durch die Kardiologie gehen, die richtige Nebenwirkungen haben. Unser System und der Körper, die Natur ist ja so stabil, dass sie auch diese Gifte zu 80% aushält, ja. Jedenfalls eine lange Zeit. Also wir glauben an den Fortschritt und missachten sozusagen das Altehrwürdige. Das ist auch ein Aspekt, finde ich. Es ist sozusagen, wie vieles heutzutage zu einer Ideologie verkommen. Ja. Fortschrittsglauben. Okay. Naja, wir kennen, also das ist eine biologische Lebenswichtigkeit, ja. Wir kennen den guten deutschen Ausdruck Neugier. Im ersten Sinne des Wortes. Ja. Neugier, ja. Dass Neugier auch verführbar ist, ja. Gierig nach Neuem. Für Irrtümer, ja, die auch manipuliert werden können, dann, wenn es wirklich durchtrieben ist, hängt dann auch mit List zusammen und so weiter, ja. Auch List hat Zwecke und so weiter und so weiter. Aber dieses Prinzip ist eigentlich ganz neu. Die Sache mit dem Ausmustern des Stoffantins ist ja auch über einen längeren Zeitraum gegangen. Ja, nur jetzt hat die Gegenwart etwas Pech mit uns etwas Älteren, die ja da noch die Erinnerung haben an das Stoffantin, auch wie ich, ja, auch die Erinnerung daran,
an die, sagen wir mal, alltägliche Übung und den Umgang, so dass ich mich als, sagen wir mal, versiert anwendender, Strophantin anwendender Arzt noch auffassen darf, der allerdings nun mittlerweile seit 20 Jahren das gar nicht mehr in die Finger bekommen hat, weil es einfach nicht mehr verfügt wurde. Ja, dennoch ist es so, ich kann darüber berichten. Es ist ja auch heute Abend auch unsere Aufgabe, hier ein bisschen für die Offenkundigkeit, dass es noch da ist und dass es eigentlich gar nicht verboten ist, ja, ein bisschen zu sorgen, ja. Und damit machen wir eigentlich etwas ganz Gewaltiges, ja. Wir führen vielleicht ein kleines Quäntchen Wiederbelebung hier mit in die Wege. Ja. Ja, richtig. Das war ein sehr gutes Schlusswort. Ja, nein, es ist noch kein Schlusswort. Eigentlich wollte ich Ihnen noch erzählen, wie man es denn eigentlich auch auf Kassenwege beschaffen kann. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit noch da kommt. Da kommen wir gleich noch hin. Wir haben einen Fakt haben wir noch gar nicht heute besprochen über das Strophantin. Der Kostenfaktor. Ist das ein sehr teures Medikament? Wie teuer ist Strophantin in der Beschaffung? Das ist ja eigentlich auch für viele wichtig. Also kostet das jetzt Unmengen an Geld oder ist es günstig zu bekommen? Wie ist da so die Preislage? Je nachdem, wie krank Sie sind, kostet es zwischen 30 Cent und 1 Euro pro Tag. Mehr nicht. Tja. Also, ja. Das war also eine, spottbillig. Das war eine Kampfansage an die Raucher, nicht? Und so? Hm? Ja. die geben mehr aus, ja. Ja, dann lassen wir uns gleich nochmal die Frage klären, vielleicht brauchen wir das nicht so intensiv ausführen, aber in Bezug auf Schlaganfälle, Demenz, gibt es ja auch Wirkungen, die von Strophantin bekannt sind und vielleicht können wir auch noch weitere Indikationsstellungen mal mit kurz abreißen, vielleicht stichpunktartig, wo Strophantin in der Wirkung positiv sozusagen anschlägt. Das soll bitte der Rolf Jürgen was sagen. Ja, okay. Also ganz klar Schlaganfall, Prophylaxe. Und da ist ja auch wahrscheinlich, kann man sagen, das nach dem Spiel ist vor dem Spiel sozusagen. Also auch die Behandlung. Dr. Kern hatte da immer mehr, größere Dosierungen genommen, um das Gehirn zu erreichen. Demenz ist es auf jeden Fall intravenös genutzt worden, auch mit sensationellem Erfolg, dass also auch Menschen aus tiefer Demenz herausgeholt wurden, teilweise also nur viele Wochen täglich gespritzt, hatte die Universität Düsseldorf berichtet. Das vermutlich muss man aber nicht täglich machen, das ist ein bisschen beschwerlich. Ob das Orale auch so wirkt, weiß ich nicht, bezweifle ich fast. Will ich aber auch jetzt nicht negativ ausschließen. Also auf jeden Fall milde Formen oder auch die Vorbeugung kann man bestimmt ganz gut damit machen. Vielleicht auch mehr. Mir fällt gerade noch eben ein Beispiel vom Dr. von Rosen, der hatte diese Gers, eine Klinik in Gersfeld und der hat es auch lange Zeit noch intravenös gemacht, mittlerweile auch wieder oral. Der hatte von einem Fall berichtet von einer Frau mit schwerer Herzinsuffizienz auch. Die hatte nur eine einzige Spritze von ihm bekommen und war danach so gut drauf und hat nie wieder eine gebraucht. Also solche Fälle gibt es auch. Obwohl es auch gefährlich ist, dass man, wenn man meint, man wäre gut drauf, dass man lässt das Strophantin weg, hat der Kegelmann berichtet in seinem Buch Segen der Menschheit, dass dann da dann nach einem Herzinfarkt kam. Aber zurück zu den Indikationen. Arterielle Verschlusskrankheiten. Da gab es mal einen Versuch der Uni Prag. Die haben auch sensationelle Wirkungen festgestellt, nach intravenösem Strophantin auch. Die Wirkung beruhte nicht auf einer Verstärkung der Durchblutung. Die waren so endkrank, da gab es, das war nicht möglich, eine Durchblutungsvermehrung. Und die haben auch entsprechende Versuche gemacht, dass es nicht daran lag, sondern auf einer Sauerstoffverwertungssteigerung, Sauerstoffnutzung wurde gesteigert. Bei Glaukom, jetzt wird es schon ein bisschen exotischer, gab es auch eine ganz gute Wirkung mit intravenösem Strophantin. Bei Asthma gab es mal einen Versuch mit einem Spray, was nicht auf dem Markt ist, das war nur so ein Uni-Versuch mal. Genau, das waren die Indikationen. Bluthochdruck und noch im verstärkten Maße Herzrhythmusstörungen kann man natürlich mit auch Strophantin, oralem Strophantin auch behandeln.
aber da gibt es öfters, besonders bei Versuchsstörungen, Fälle, die nicht genügend oder gar nicht beeinflusst werden. Ich würde auf jeden Fall raten, trotzdem Strophanthin zu nehmen, weil dann kann das Herz mit den negativen Folgen besser klarkommen. Und es gibt auch da überall biologische Mittel, die man zusätzlich nehmen kann, gerade bei Bluthochdruck, aber auch Herzrhythmusstörungen, eine ganze Menge. Also ich habe auf rjpetri@yahoo.de eine ganze Reihe Hilfen noch zusammengestellt. Und da gibt es also auch alle möglichen zu Indikationen, zur Dosierung, zu Adressen und was auf dem Rezept stehen muss, verwende ich auch alles. Oder welche Ärzte. Lungenswieland, ich habe meine die Uraltlisten rausgeschmissen und jetzt alle Ärzte eingesammelt, auch eine neue Liste. Da habe ich noch mehr, als bei dir drauf sind. Und bei einigen könnte es unsicher sein, weil das ursprünglich mal von der Apotheke eine Liste war. Und da waren ein paar Ärzte drauf, die haben es wohl einem Patienten auf großen Druck von den Patienten verschrieben und sind aber eigentlich gar nicht so dafür. Das, da könnte eine kleine Chance, dass eine Lusche dabei ist, sag ich mal, dabei sein. Ansonsten, ja, genau. Das war's. Also ich kann das vielleicht noch ergänzen, Rolf-Jürgen. Wenn ich bin persönlich überzeugt, aufgrund zum Beispiel dieser riesigen Statistik von dem Dr. Bertolt Kern über 17.000 Patienten, er sagt, 98% kann man die Herzinfarkte vorbeugen. 98%, bitte, 98%, 10 Ausrufungszeichen. Kann er bewiesenermaßen in 40 Jahren seiner Tätigkeit die Herzinfarkt vorbeugen. Schlaganfall behaupte ich und einige andere etwa zu 50% Vorbeugungsmöglichkeit. Ja. Aber welche schulmedizinische Maßnahme kann vorbeugend den Schlaganfall um 50% vorbeugen? Keine. Mhm. Ja? Man muss auch unterscheiden, dass es beim Schlaganfall zwei Arten von Schlaganfällen gibt. Einmal, wo das Gefäß platzt, das ist der hämorrhagische, und einmal, wo es genau das Gegenteil ist, wo eben auch zu wenig Sauerstoffutilisation, Ausnutzung da ist. Und deshalb gibt es Ähnlichkeiten zwischen eben dieser Sache, die ich hier mit Erythrozyten geschildert habe, im Herzen und was Ähnliches auch durch Säureblockade und Verlust der Beweglichkeit der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen im Gehirn. Diese sogenannten ischämischen, also Blutmangel, Schlaganfall. Und weil es eben zwei gibt, ist es eben, Schofanzin kann nur auf diesen ischämischen einen Einfluss haben. Ja? Aber jetzt, da ist es, die Entsäuerung, die kann man aber auch mit Natron zum Beispiel durchführen. Ja, das sind die, die Einteilungen, die die Pathologie nach wie vor ja, über den Schlaganfall als Lehre herausgibt. Ja, also das Abstellen der Entstehung des Schlaganfalles auf die Versorgungssituation durch Blutung. Nun spielen sich ja noch ganz andere Versorgungs, sagen wir mal, Gegebenheiten unter anderem auch ja im Gehirn ab. Ja? Die gesamte Diffusion ist davon nicht erfasst. Ja? Die Aufgabe des Liquors und dergleichen, ja, also diese Dinge, da wissen wir eigentlich so gut wie nichts, aber das Gedankenmodell, das die Pathologen uns geliefert haben, weist wenigstens darauf hin, ja, wie lange in einem Organismus schon die Veränderungen gegangen sind, die dann das und das nach sich ziehen. Der Schlaganfall, der mit einem Blutaustritt und einer, sagen wir mal, einer Katastrophe einhergeht, ist wirklich ja nur ein Teil davon. Ein sehr weites Feld wäre schon der Schlaganfall, der sogenannte, der Auftritt aus der sogenannten Unterversorgung, unter anderem auch Unterversorgung an Durchblutung im Gehirn. Ich habe ja etwas länger in der Pathologie gearbeitet, deswegen erlaube ich mir hier diesen Einwurf. Ich habe mich eigentlich immer gewundert, dass für mein Augenmaß als Jungassistent in der Medizin die Blutversorgung des Gehirnes eigentlich verglichen mit anderen wichtigen Körperregionen verhältnismäßig spärlich ausfällt, wenn man da dieses kleine Adernetz der Hirnbasisarterien
betrachtet, mal abgesehen auch von der Adernhaut. Die Gehirnsubstanz selbst ist für den Untersuchenden also sehr, sehr blutarm. Ja? Was dort sich an Versorgung abspielt, muss anders irgendwie laufen. Was ja auch kein Wunder ist, aber wir haben ja auch noch die Zukunft vor uns und dürfen darüber noch gewaltig nachdenken. Entschuldigen Sie bitte diesen Einwurf. Ja. Na, das war in Ordnung. Aber ich kann auch das noch ergänzen. Es gibt, Rolf-Jürgen kann es vertiefen. Es gibt einen Professor Hess aus Wien, der hat vor einer Generation durch eine sehr komplizierte Untersuchung festgestellt, dass Strophanthin die Durchblutung des Gehirnes nicht nur verbessert, sondern verdoppelt. Okay, bevor wir gleich nochmal die 1, 2, 3 letzten Fragen vielleicht nochmal abarbeiten, haben wir noch jemanden auf OkiTalk, den wir auch gerne nochmal live ins Gespräch reinholen möchten. Ich ziehe ihn mal ganz kurz in unsere Runde. Wechseln mal ganz kurz das Mikrofon. So, da haben wir den Thomas. Gut, hallo, guten Abend Thomas. Was ist deine Frage oder dein Statement? Hallo, guten Abend in die Runde. Ja, freut mich, damit ich jetzt bei euch mit dabei bin. Ja, ich habe einige Anmerkungen. Die wichtigste ist zum Beispiel der Herzinfarkt. Also, wie merkt man den? Wie ist da der normale Ablauf? Und wie kann man mit Strophanthin da zielführend eingreifen, um den eben mit 98% zu verhindern? Wie funktioniert das? Darf ich darauf antworten? Bitte schön. Das ist sogar eine Domäne des Strophanthins. Jeder Strophanthin-Kenner, Anwender hat ein kleines Döschen in der Tasche, wo er 3-4 solche Kapseln oder eine kleine Menge Flüssigkeit im Vorrat hat. Und wenn er also trotz seines Strophanthin-Einnahme oder wenn er sagt, ich brauche keins, ich bin völlig gesund, und er hat sich zur Sicherheit das eben in die Hosentasche gesteckt, ja, zur Not, diese Notfallsituation, ja, du hast also einen Herzschmerz und der erweitert sich zu einem Kreislaufkollaps. Du bist grün im Gesicht, ja, du schwitzt wie ein Tiger und fällst um und greifst dich an die Brust. Das ist dein Herzinfarkt. Ich habe mal so einen erlebt, als ich im Altmühltal mit dem Fahrrad unterwegs war, ja, da hat das Fahrrad mitten auf dem Weg gelegen und der Mensch im Straßengraben. Ja, und das war für mich gar keine Frage, der hat einen Herzinfarkt. Ich habe ihm dann so eine Strophanthin-Kapsel, die habe ich mit den Schneidezähnen so an der Seite aufgebissen, habe mehrere, habe sie auf den Finger ausgedrückt und einfach in die Backe geschmiert. Ich bin der Zahnarzt, habe ich keine Hemmungen, es in die Backe zu schmieren. Ja? 10 Minuten später war sein Herzinfarkt vorbei. Und als der Rettungswagen kam, haben sie gesagt, wir nehmen sie trotzdem mal sicherheitshalber mit. Tja, also unglaublich die Wirkung. Das ist also die Notfallindikation für Strophanthin. Und deshalb gab es zum Beispiel eine Zeit lang diese Strodival-Kapsel in der doppelten Konzentration, nicht 3 Milligramm, sondern 6 Milligramm drin, eben für diese Notfallindikation. Und gibt es die heute auch noch? Nein, aber Sie können natürlich ein entsprechendes Reservoir an Tropfen mit sich führen. Es gibt ganz kleine Fläschchen, mit dem Apotheker können Sie das mal besprechen, dass die überhaupt nicht aufträgt. Das ist noch weniger als ein Drittel Feuerzeug. Mich würde noch mal interessieren, wie ist das mit der Haltbarkeit? Ich habe selbst Strophanthin hier, da steht aber, das ist glaube ich circa 12 Monate, da steht glaube ich drauf haltbar. Gibt es da Erfahrung? Ist es eigentlich länger haltbar? Ist das nur so eine Vorsichtsmaßnahme, wie das Mindesthalt? Das kann ich Ihnen was sagen. Ich habe vor kurzem ein Döschen gefunden, das war 10 Jahre alt, habe ich gedacht, jetzt probiere ich es. Und es hat genauso gewirkt wie am Anfang. Okay. Es gibt keine Haltbarkeitseingrenzung, keine. Okay. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme den Gesetzen folgend. Aha, okay, alles klar. Joachim, du wolltest noch was ausführen, bitte? Ja gut, also die Haltbarkeit, die über das Verfallsdatum geht, um doch auf das Letzte nochmal zurückzukommen, ist in der Tat meistens durch den Hersteller gegeben, der bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum eigentlich die Haftung für sein Produkt übernimmt. Und danach eben nicht mehr. Ja, das ist also etwas, was neben dem
neben dem eigentlichen Ist-Zustand des Medikamentes eigentlich steht. Das hat also ja, die Haltbarkeit, ja, da sind wir auf Erfahrungen angewiesen und auch auf die entsprechende Lagerung aus der Erfahrung. Ich wollte, also wenn eine Flüssigkeit trüb geworden ist, dann würde ich sie nicht mehr verwenden. Ja. Wenn eine Tablette zerfallen ist und braun geworden ist, würde ich sie auch nicht mehr verwenden. Aber wenn die einfach so normal aussieht, als hätten sie gestern erst gekauft, dann würde ich die nehmen, auch wenn sie 10 Jahre alt ist. Okay, Joachim, du wolltest, glaube ich, nochmal Bezug nehmen auf die Kassenmöglichkeit, wie man an Strohfantin über die Kasse rankommt. Ja. Vielleicht kannst du gerne nochmal ausführen. Ich will das mache ich, recht gern, ja, weil das ist wirklich ein gutes Thema. Ich wollte nochmal die Frage von dem letzt zugekommenen Rundenteilnehmer kommen. Wie kann man nun einen Herzinfarkt abwenden mit dem Strohfantin? Ich muss dazu sagen, als ausgebildeter Mediziner und da ich eigentlich Heilkundler sein will, dass es ja auf jeden Fall darauf ankommt, dass das Herz noch schlägt, also noch arbeitet. Ja. Ansonsten handelt es sich bei dem Strophantin-Einsatz im sogenannten Herzinfarkt, also das heißt in diesem Zustand, der durch die entsprechende vorangegangene Stresssituation, ganz allgemein gesagt, entstanden ist, ja, um eine rein symptomatische Behandlung. Und wir haben verschiedene Aspekte heute Abend besprochen, über die das Strophantin einwirkt, ja, über Durchblutung und auch über den biomolekularen, ja, also Stoffwechselbereich, in den wir überhaupt noch nicht einsteigen. Vielleicht noch erwähnt, ja, es muss im Antagonismus, also das heißt als Gegenspieler, als vage Substanz im Organismus ja existieren gegenüber dem Adrenergen, ja, dem Adrenalin-System, ja. Und es ist also sehr weitreichend, wohin wir denken müssen. Aber ein Aspekt sollte unbedingt beachtet werden, wenn man den Herzinfarkt erwähnt. Wie entsteht überhaupt die Situation eines Herzens, dass es ja in die Katastrophe kommt, ja, nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, in den Funktionsverlust oder die Aussichtslosigkeit, die Funktion weiter fortzusetzen, meinetwegen auch mit den Zeichen des Gewebsunterganges, des Absterbens von Herzmuskelgewebe. Ja, also da möchte ich, um es kurz zu halten, einfach auch noch mal darauf hinweisen, seit 30 Jahren in der Offenkundigkeit ist die Lehre Hamers und es gibt eine kleine Monographie Unser Herz und was es krank macht, ja, meinetwegen unter www.universitätsandefjord.com kann man es erreichen. Ich mache jetzt darauf aufmerksam, niemand, der dazu nichts sagen möchte, sollte jetzt was dazu sagen. Es ist ein bisschen provozierend. Ich will es auch damit belassen, aber es handelt sich letztendlich um offenkundige Veröffentlichungen, die zu berücksichtigen sind. Und jetzt kann ich überleiten in das, wie kommt man auch kassenmedizinisch an das Strophantin, meinetwegen auch über ein normales, heute so geübtes in Deutschland, Rezept der gesetzlichen Krankenkassen heran. Es ist verhältnismäßig einfach, aber es ist ein schmaler Pfad. Einmal muss ich ein bisschen ausholen, gehört es zu den Voraussetzungen, sämtlicher Ärzte in Deutschland, dass sie Strophantin überhaupt kennen. Denn Herr Petri hat ein nennenswertes Buch, es ist heute Abend von seinem gründlichen Leser Herrn Debusmann ja entsprechend auch erwähnt worden, in die Offenkundigkeit gebracht. Und nun hören Sie sich Folgendes mal an, ich muss wieder was zitieren. Im Jahr 2007 stand in unserer lokalen Zeitung folgender kleiner Artikel, der einen oberlandesgerichtlichen Richtspruch aus Koblenz kommentierte. Und da stehen diese beiden Sätze. Ein Arzt muss einen Patienten ungefragt über alternative Behandlungsmethoden aufklären, wenn sie sich in ihren Belastungen, Risiken und Erfolgschancen wesentlich unterscheiden. Das entschied das Oberlandesgericht Koblenz, Aktenzeichen so und so, denn es sei dann allein Sache des Patienten zu entscheiden, was in seiner persönlichen Situation sinnvoll sei und worauf er sich einlassen wolle. Zitat Ende. Ich mache darauf aufmerksam, dass seit dem Jahre 2007 aus der Offenkundigkeit und der ständigen Rechtsprechung im Nachkriegsdeutschland jeder Arzt angehalten war,
seinen Wissensstand über alles, was er weiß, seinen Patienten mitzuteilen, damit die entscheiden. Das heißt, Ärzte sollten ihre Patienten auf die Augenhöhe bringen, seit diesem Zeitpunkt ganz gewiss. Ich stelle es anheim. Dass es sogar so ist, dass in Deutschland jeder Arzt bzw. jeder Kassenarzt auch weitreichende Erkenntnis haben muss, ist sogar Berufsrecht, ist sogar schriftlich in den Gesetzestext eingekommen. Das war bereits im Jahre 2004. Und da heißt es im § 95d des Sozialgesetzbuches 5, der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich fachlich fortzubilden. Ich kürze das jetzt mal so ab, ja. Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Kenntnisse auf dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin und so weiter entsprechen. Das heißt, hier ist aus der Juristensprache vom aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse die Rede, die jedem Arzt inne sein muss. Das Angebot der gesetzlichen Krankenkassen, das Leistungsangebot, lag lange Zeit, das heißt genau genommen bis Silvester 2011, so definiert vor. Das Angebot der gesetzlichen Krankenkassen stand auf allgemein anerkannten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wenn die Juristerei diese Unterschiede macht, dann existieren diese Unterschiede einfach in der Rechtshandhabung. Nicht, aber in der Realität, ja. Aber es klafft hier etwas Gewaltiges. Der aktuelle Stand, juristisch so definiert, ja, müsste eigentlich wesentlich weiter gefasst sein als der allgemein anerkannte Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse aus dem eigentlichen Leistungsangebot gesetzlicher Krankenkassen. Ich muss Ihnen dazu sagen, der allgemein anerkannte Stand medizinischer Erkenntnisse wird in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland, in dieser Zeit definiert durch den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen und ist damit in dem System rechtsverbindlich. Ja? Nur das Wissen der Ärzte ist ja sehr viel weitreichender und aufklären dürfen sie über alles. Sie dürfen also über Strophantin aufklären. Es ist also eine Domäne, besonders der älteren Ärzte, die auch das Strophantin noch kennen, aus eigener Anwendung, so wie ich, ja, darüber locker aufzuklären. Wenn sie es nicht machen, vergehen sie sich sogar gegen ständige Rechtsprechung. Das heißt, sie begehen sogar Pflichtverletzung, wenn man streng nähme. Oder wäre es eine Unterlassung, ja, vielleicht? Ich weise hier also auf einen schmalen Pfad hin, der jedem Arzt eigentlich zur Verfügung steht. Es braucht nur ein Quäntchen Courage, sagt man ja heute so gerne. So. Also es ist eine Unterlassung, es ist ganz, aber ja, das ist ein Idealzustand, Herr Benin. Ja. Sie laufen auch nicht täglich die Portion, die Sie laufen müssten, oder machen Sport oder machen alles das, was man tun sollte. Und ein Arzt sollte tun, und deshalb kommt er ja auch manchmal in Konflikt. Ich habe das einfacher. Auf meiner Homepage, der siebte Menüpunkt heißt über Krankenkasse. Dort kann man nachlesen, wie man es über Krankenkasse bekommen kann. Gut, ich glaub, es ist auch das ein Pfad. Das war das Strodival, das Produkt, das zugelassen war, war zu der Indikation Herzinsuffizienz ein auf Krankenschein, auf Krankenversichertenkarte zu verordnendes Medikament. Gut, wir hatten uns ja schon kurz darüber unterredet. Sind Sie einverstanden, wenn ich Ihnen dies, was ich darüber zusammengefasst habe, einfach Ihnen zusende und Sie es begutachten, ja, und eventuell mit übernehmen? Das wäre mir sehr lieb, wenn Sie das könnten. Ja? Dann können wir es jetzt. Ich ganz sicher, das mache ich gerne. Dann könnten wir es kurz halten. Das hatte ich Ihnen ja auch zugesagt, dass ich das wollte. Ja. Gut. Okay, ich habe noch einen Live-Fragesteller bei OkiTalk, den ich ganz gerne zu Wort kommen lassen möchte, bevor wir dann ich noch eine Abschlussfrage an dich, Joachim, habe und wir dann langsam auch zum Sendungsende kommen. Wir haben ja nur fast schon 3 Stunden hier auf dem Buckel. Ich gehe noch mal kurz rüber zum anderen Rechner. So, und da haben wir den Rainer Winkels, den ich jetzt einfach mal in den Sprecherraum ziehe. Guten Abend, Rainer. Was ist deine Frage oder dein Statement? Tja, einen schönen guten Abend auch noch zur späten Runde, und zwar zur späten kompetenten Runde. Also das hat mich doch gewundert. So, nun, Dankeschön. Ja, bitteschön.
Ich habe auch da an und für sich zwei Fragen, aber die eine Frage hat schon der Herr Teplin am Telefon, hat er mir die schon ja schon beantwortet. Kann durch Einnahme von diesem Strophantin nun auch Gehirnverkalkung damit irgendwie verhindert werden? Nein, kann nicht verhindert werden. Es hat mit Gehirnverkalkung, mit Arteriosklerose nichts zu tun. Denn Petri hat eben gesagt, das ist die Ausnutzung des Sauerstoffes, die Utilisation des Sauerstoffes, die wird verbessert. Das heißt, die Auswertung, dass also der Sauerstoff ankommt in den Gehirnfunktionen. Ja, die Arteriosklerose oder die Verkalkung, wie man es früher genannt hat, ist ein völlig anderer Prozess. Danke für die Information. Okay, bitteschön. Ja, ich bin allerdings noch etwas anderer Ansicht. Also ich würde es nicht ausschließen, aber unmittelbar sehe ich da eigentlich auch keine Verbindung. Aber mittelbar in einer langfristigen Einwirkung und unter noch einigen anderen Bedingungen kann man sich vorstellen, dass Kalk auch wieder abgebaut wird, da wo es hingelegt wird vom lebenden Organismus. Das ist richtig. Ja, so, also Ja, ich will es also das nur ist auch recht unbekannt. etwas mildern, ja. Bitte, Herr Petri, Sie wollten noch was sagen? Haben wir den Petri wieder verloren? Scheint so. Okay. Ich kann noch mal eben kurz ein Statement Wenn man geben sehr zu dem gesund, wenn Land. man sehr gesund, wenn man sehr gesund lebt. Moment, Wenn man sehr gesund da hatten wir lebt. Herrn Petri Und dann ist gerade noch wieder in der Leitung. Lassen wir ihn mal ganz kurz zu Wort kommen. Kann Hallo. sein, dass er eine Ja, Latenz die hat durch Verzögerung die wahrscheinlich wieder. Verzögerung, Ja, genau. da gibt es eigentlich überhaupt keine Untersuchungen, ob Strophantin die Arteriosklerose. Nee, jetzt ist er wieder weg, leider mit der Leitung. Also Untersuchungen gibt es nicht, aber es sind einfach Ja, okay. andere Es gibt da Standpunkte. keine Untersuchung, wie Strophantin auf die Arteriosklerose wirkt, leider nicht. Wir haben mal zwei Patienten berichtet, sie hätten eine Angiografie. Ja. Sie müssten vielleicht den Streamton wieder ausmachen, das Jetzt irritiert bin Sie ich, glaube jetzt ich, ganz vielleicht. weg. Ich höre nichts mehr. Sie hören gar nichts mehr. Haben wir hier wahrscheinlich irgendwie ein Leitungsproblem nochmal? Gut, dann Nee, lassen. das ist was anderes. Okay, Ähm, okay, okay. jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja, also Strophantin fördert schon auch die Durchblutung selber und macht beides, also Durchblutungsförderung und die Sauerstoffausnutzung. Und Arteriosklerose vielleicht über die Hemmung der Entzündungsneigung, ne? Strophantin ist entzündungshemmend. Also bei Mäusen mit Sepsis, die haben alle überlebt, die anderen sind gestorben. Da könnte man sowas vermuten. Und Arteriosklerose kann man vielleicht mit anderen Sachen abbauen. Also Schisandra-Beere, Zitronen, Knoblauchkur, Lorbeerkur gibt es da, glaube ich. Also muss man mal im Netz ein bisschen fischen. Da findet man bestimmt was. Auch Borax und MMS ist da nicht zu unterschätzen, sollte man sich mal anschauen. Zeolith, Ja. Bentonit, auch Wenn sehr schön. Arteriosklerose eine Infektionskrankheit ist, wo es viele Hinweise gibt, dann bestimmt auf jeden Fall, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, stelle ich noch eine letzte Frage an Joachim hier bei mir im Studio und die soll einfach nochmal allgemein das Thema ein bisschen abschließen. Und zwar, Joachim, Strophantin, ist das für dich nur ein weiteres bezeichnendes Beispiel für den Zustand unseres Gesundheitssystems oder gibt es ähnliche Fälle von Wirkstoffen, die eigentlich, die einfach immer mehr und mehr verschwinden vom Markt, die eigentlich sehr gut wirken und gewirkt haben in der Vergangenheit? So, jetzt bin ich drin. Ja, ich kenne ein weiteres, das hat allerdings nicht die Bedeutung jetzt, so die Strophantin durch das schon fortgeschrittene Wiederbeleben angenommen hat. Das ist der Wirkstoff Theophyllin. Theophyllin ist sogar, also mit dem Strophantin als parenterales, also als Spritzenlösung, als Injektionslösung angeboten worden von einem Hersteller bis vor 20 Jahren so circa. Es hatte den Kunstnamen Cordalin Strophantin. Da war Strophantin und Theophyllin drin.
Das Theophyllin machte, so haben wir das in der Pharmakologie gelernt, eine Entspannung der glatten Muskulatur in den Bronchien, das heißt in den Atemwegen, aber wahrscheinlich auch woanders, ja, auch am Herzen hat man es angewandt. Man hat ja in der Vorzeit letztendlich diese Kombination ja wahrscheinlich auch empirisch entwickelt. Dieses Theophyllin ist völlig verdrängt worden. Es war das zentrale Asthma-Behandlungsmittel, auch aus dieser Zeit, als es Strophanthin gab. Nicht? Ist völlig weg. Es bevorzugt werden ganz andere Substanzen, die in ganz anderen Darreichungsformen beigebracht werden. Das Theophyllin beispielsweise ist, so habe ich das beobachtet, über eine Zeit lang, da wurde Cortison zur Behandlung des Asthmas, ja, ganz grob von der Medizin angeboten. Immer mehr bevorzugt wurde das Cortison in allen möglichen Substanzen und dann wurde das Theophyllin plötzlich ausgemustert und die Medizin bezeichnet sowas dann als obsolet. Das bedeutet, es ist überlebt durch anderes. Ja? Wenn der Ausdruck obsolet kommt aus der Medizin, dann muss man mal aufpassen, dann wird irgendwas, was bewährt ist, verdrängt. Also Theophyllin. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Herr Debusmann, Sie waren es vielleicht auch. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber ich habe gerade sehr aufmerksam gehört, dass man das Cortalin, eine Kombination von Theophyllin und Strophanthin, ja. Ich bekam jetzt auf den Gedanken, zum Beispiel Weißdorn, es gibt noch viele andere Strategien, das Herz zu stärken. Ja, ja. Strophanthin ist nicht alleine und deshalb jeder Arzt hat auch noch ein paar andere Dinge, die auch wirksam sind. Ja, ich sprach jetzt nur von der Allopathie. Ja, nicht? Auf jeden Fall. Okay, dann sage ich an dieser Stelle einmal vielen, vielen herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste, die da zu einem wären spontan dazugekommen. Herrn Rolf-Jürgen Petri, vielen, vielen Dank auch für Ihre Arbeit, natürlich für Ihre Bücher, für Ihre Arbeit an dem Thema Strophanthin, dass Sie das auch wieder ein bisschen populärer gemacht haben und wieder in den Mittelpunkt gerückt haben. Ja, gern geschehen. Da können wir nochmal auf Herrn Petri Facebook-Gruppe hinweisen, wo immerhin 1800 Mitglieder sind. Nee, das hat er der Wieland gemacht. Ah, gut, dann von Herrn Wieland. Eure Gruppe, es geht ja hauptsächlich ums Thema. Also heißt Deutschland will Strophanthin bei Facebook, da ist eigentlich immer einigermaßen was los und kann man sich eigentlich sehr gut informieren. Auch ein Thema, wo ich mich heute mal eingelesen habe, das hatte der Rolf-Jürgen Petri heute nochmal angesprochen, dass Strophanthin immer mit Magnesium und Magnesiumchlorid zusammengehen sollte oder sehr wichtig ist. Also es gibt da noch einiges, was man erforschen und erlesen kann und die Gruppe kann ich nur jedem empfehlen. Genau, vielen Dank, Boris. An dieser Stelle den herzlichen Dank natürlich auch an Herrn Wieland Debusmann, der auch eine hervorragende Homepage-Zusammenstellung hat auf seiner Homepage, die dort nochmal heißt strophantus.de für die Leute, die sich informieren möchten. Es ist wirklich minutiös alles perfekt und übersichtlich aufgelistet von allen Fragen, die häufig auftauchen, bis hin zu Apotheken, bis hin zu Strophanthin-Ärzten, bis zu Erkenntnissen und so weiter. Videobeiträgen, auch zu Interviews mit Herrn Petri, die bei unseren Kollegen vom Alpenparlament zum Beispiel geführt worden sind, oder auch von Joe Konrad bei BewusstTV, die ja auch nochmal in kürzerer Weise, Art und Weise auch nochmal sehr gut darauf eingehen. Und natürlich, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Herr Debusmann, dass wir das so unkompliziert zustande bekommen haben. Hier. Einverstanden. Ja, super. Ja, und natürlich, last but not least, herzlichen Dank, lieber Joachim, Dr. Bernin, dass es mal geklappt hat, dass wir beide mal hier eine Sendung machen konnten. Es war mir nicht einerlei und wie gesagt, vielen Dank, dass du hier warst und dass du dich auch zur Verfügung gestellt hast für unser Publikum. Ich bedanke mich auch, dass ich es durfte, ja, und wenn es ein bisschen belebt hat, dann hat es was erreicht, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut, dann hoffen wir, dass dieses Thema dadurch auch wieder ein bisschen populärer wird und dass viele Menschen auch ihren Arzt vielleicht mal darauf wieder ansprechen und dort auch vielleicht das eine oder andere Dogma und Paradigma wieder aus der Welt schaffen, was schon mal aus der Welt war. Wir sehen uns natürlich wieder mit der nächsten Klartext-Sendung in 14 Tagen und zwar am 19.12. Das wird die letzte Sendung in diesem Jahr sein. Dort haben wir zu Gast, oder dann zu dem Zeitpunkt haben wir zu Gast Herrn Holger Strohm, den ja sicherlich viele kennen, die sich gerade auch mit der Atomenergie, mit dem Protest gegen Atomenergie, Atomwirtschaft beschäftigen, der unter anderem auch sich natürlich mit der Euro- und Bankenmafia beschäftigt hat. Sein Buch, sein Bestseller Friedlich in die Katastrophe, ein sehr großes Buch, was ja auch vor kurzem Premiere hatte als Film. Wir werden natürlich viele dieser Themen mit ihm behandeln. Auch ein Mann, der großen Respekt verdient, der natürlich durch seine Arbeit auch viel Risiko im privaten Bereich auf sich genommen hat, viele Repressalien, viele Stories, unglaubliche Stories zu erzählen hat, auf denen wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Also schalten Sie wieder ein oder schaltet wieder ein am 19.12. um 20 Uhr unter livestream.com/kulturstudio. Es wird natürlich die Sendung überall angekündigt, auch auf unseren Kanälen, Facebook, Blog und so weiter. Ja, und wie gesagt, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Okitalk, vielen Dank an das Kulturstudio-Team, das auch immer tatkräftig hier zur Seite steht und diese Sendung überhaupt auch möglich macht. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Spender, die uns auch unterstützen mit dem ein oder anderen kleineren Betrag. Wir können davon solche Sachen wie zum Beispiel so eine Telefonflatrate für Skype auch finanzieren und so weiter. Das hilft dann doch schon sehr. Vielen Dank für diese Art der Anerkennung auch an dieser Stelle nochmal gesagt. Ja, und bis dahin wünsche ich erstmal allen ja ein schönes Wochenende. Ich hoffe, der Sturm zieht hier gerade auf. Er ist gerade hier voll im Gange schon vor der Tür. Wir hoffen, dass wir den Joachim auch noch heil nach Hause bekommen. Ansonsten muss er hier noch im Studio übernächtigen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie wir das machen. Schauen wir mal. Ansonsten allen ein schönes Wochenende und bis in 14 Tagen sehen wir uns wieder Klartext im Kulturstudio. Tschüss und gute Nacht. Ich danke euch auch. Tschüss alle zusammen. Tschüss. Ja, tschüss und besten Dank. Ja, war mir ein Vergnügen.